Ich werde jetzt doch mal... Wo habe ich denn... Halt! Ich habe doch hier sogar ein Ladegerät. Ich trottel. Ich trottel. So. Na? Warum lädst du denn nicht? Hä? Achso, ich soll es vielleicht doch richtig anstecken, ne? So, jetzt wieder wieder mit Strom versorgt. Und das Netz ist immer noch stabil. In eineinhalb Stunden ist auch wieder voll. So, liebe Freunde, wir kippen noch etwas. Wir kippen erstmalig ein bisschen Cola nach, damit es ein bisschen äh, was im Gefäß auch ist. Ne? Heute habe ich ja extra eine Transparenz Offensive gestartet, damit das Gemotze zum Thema äh, Bier, angeblich äh, Cola im Bier, dass das aufhört. Ich hoffe, dass ich heute alle Kritiker stumm stellen konnte und es jetzt wirklich jedem Leid tut. Ne? Seht schon, der Christoph fängt schon wieder mit äh, Geschenkabos an, lieber Christoph. Wäre ihr pre-shaded, Ihr wisst, aber ich sammle erst wieder ein bisschen und mache dann ein paar Migi-Stütz. Ich schulde im Moment glücklicherweise keine. So, wir machen jetzt hier erstmal das zur Seite. Moment, so, das haben wir. Dann machen wir mal die Prinzen aus, die Heras und die Benditos. Ich winke mal in die Runde und sage Prost mit dem Krug vom Markus und vom Norman. So, und das Sasmir heißt Hubert. Das versuche ich mir jetzt auch zu merken. Sasmi ist der Hubert. So, ähm, der Liko schreibt eine Challenge vor. Äh, ich schlage mal eine Challenge vor, ich gehe zu Fuß hier den ganzen Fluss entlang und die Fulda mal sehen, wer er am Ziel ist. Ja, also, Leute, ich hier auf, ähm, äh, auf Twitch kann man es ja sagen, ich treffe mich mit ein paar Freunden zum Radfahren. Ne? also ich laufe gar nicht. Und das sind auch nicht die deutschen Auen, wie ihr euch denken könnt. Und ich werde fressen wie ein Schwein. Ich freue mich am meisten tatsächlich auf die äh, Abendbuffets. Weil das sind richtig. Das Hotel kenne ich, in dem ich bin. Ich hoffe, dass es so gut ist, wie es immer war. Da bin ich jetzt, glaube ich, schon das dritte, vierte Mal, ne? ähm, Über die letzten 20 Jahre. Und es wurde auch renoviert. Äh, ich hoffe, dass es so gut ist, wie ich es in Erinnerung habe. Und tagsüber wird Rad gefahren, ne? Und höchstens war ein Stück Kuchen gefuttert. Und abends wird sich durchs Buffet gefräst. Also, wie eine, wie eine Fräse sich durch den Schnee arbeitet, so werde ich mich durch das Buffet arbeiten. Ähm. Hä? In einem Blackout-Video stand da noch eine. Im Blackout-Video. Ja. Das Blackout-Video habe ich aber am Donnerstag aufgenommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir können auch, falls da ein Fehler ist, kann man auch einfach eine hinmachen. Aber ich meine, wie war es denn im letzten? Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Ist es wieder Malle? Ähm, fragt der Max. Ja, es ist wieder Malle. Könnt ihr euch ja vorstellen, ne? Das, da ist man am schnellsten da, ne? Ich will auch nicht lange im Flieger sitzen. Ich werde also am Samstag, ich äh, habe die ähm, günstigste Reise genommen. Es geht also ab Stuttgart. Ich habe einen Zug, der braucht... Vom Bahnhof in Fulda aus. Wie lange brauchen wir? dB. Hm. Steht hier nicht. Aber ich glaube, das dauert bis Stuttgart so zweieinhalb bis drei Stunden. Ne, da setze ich mich schön in den ICE. Ich hoffe, er ist nicht zu so voll. Und lass es mir gut gehen. Nee, es ist Eurowings und dann ist es. Äh, was ist denn dann? Ich kann ja mal gerade gucken. Ich sag's euch mal. Ich kann euch ja, interessiert euch das Hotel? Kann ich euch natürlich auch mal zeigen. Äh, Moment. Althurs. Diesmal habe ich aber kein eigenes Auto, ne? Ich fliege ja diesmal. Äh, darf man keinem mehr erzählen, weil sonst heißt in der heutigen Zeit Urlaub machen und fliegen. Das geht ja gar nicht. Also, äh, der Flieger geht am Samstag um 17.20 Uhr, ne? Also zum Buffet dann. Äh, am Samstag wird es wahrscheinlich nicht reichen. Da muss ich Hunger leiden. Und ähm, äh, am Sonntag. Ist dann Ankunft, Moment, äh. Ihre Reiseunterlagen? Ja, warte mal, wo ist denn das zweite? Hä? Nicht antworten. Warum ist denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Ah, hier. Hier, das kann ich auch aufmachen, genau. Also, am äh, Sonntag, 30. Oktober, also ich bin insgesamt acht Tage dort. Geht es um 8.55 Uhr los? Und äh, was ist es für eine Fluglinie? Sehe ich denn das hier irgendwo? Reisedokumente, da müsste ich das sehen können. Ne? Check in, Reiseunterlagen. Also Eurowings ist Hinflug und Rückflug ist Condor. Ne? Und äh, ja, 22.10. bis 30.10., acht Nächte, Halbpension. Wollt ihr das Hotel mal sehen? Also ist auch wirklich günstig. Was heißt günstig? Also ich habe zu einem Zeitpunkt gebucht, als es vom Preis her echt in Ordnung war. Ich zahle irgendwas 800 Euro für die ähm, acht Tage inklusive Halbpension, inklusive Flug. Ich weiß mittlerweile, ähm, sind die Preise sind ja insgesamt gestiegen. Man kann nicht ja mehr so günstig reisen, wie das noch vor zwei, drei Jahren war. Was ja auch gut ist. Ich bin auch nicht böse, wenn man irgendwann sagt hier, dass wir den Flug reisen. Das lasen wir jetzt mal. Privatschats bleiben stehen, es wird nur noch Güterverkehr transportiert, wer irgendwo hin muss, der fährt mit dem Zug und Fernreisen sind nur noch mit Ausnahmegenehmigungen möglich, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Also ich hätte kein Problem damit, wenn ich nicht mehr nach Mallorca fliegen dürfte, dann würde ich halt mit dem E-Auto nach Österreich fahren oder nach Südtirol, würde dort ein bisschen Rad fahren. Und auch in Deutschland gibt es so viele schöne Örtlichkeiten, man muss also nicht weit wegfahren. Und hier habe ich ja auch noch äh, das Landhotel Rosenthaler Hof. Das hat mir ja der äh, Klaus hat mir das ja zukommen lassen, ne? Ähm, 5.04. bis 31. Mai kann ich dorthin fahren. Vier Übernachtungen mit Halbpension, also auch wieder super großzügig, ne? Ich weiß nicht, ob der Klaus da irgendwie Verbindungen hin hat. Und äh, ich könnte sogar theoretisch noch eine Begleitperson mitnehmen, plus eine Be Begleitperson, aber nehme ich da jemanden mit? Weiß ich nicht. Nee, da werde ich nur alleine hinfahren. Ähm. Und mich dann mit ein paar Ösis vielleicht treffen. Ne? Beim Otto um den Solarzaun. Keine Ahnung, was du da meinst. Ja, Radfahren, genau. Dann bleibst du hier. Eurowings streikt schon wieder. Ja, muss man abwarten. Kann sein, dass es ein Problem gibt. Also, wenn Eurowings äh, am nächsten Wochenende immer noch streikt, dann bleibe ich auf dem Boden. Begleitperson Andi mit E. Ja, soweit kommt es noch. Ne? Mit dem im, äh, im Doppelzimmer und dann noch äh, Löffel, Löffelchen machen. ne nein, nee, nee Das kommt nicht in Frage. Hust, den YouTube-Stream schaue ich dann morgen aus der Ecke nach, schreibt er dir? Ja, ist in Ordnung. So viel hast du nicht verpasst. Also, wollt ihr das Hotel mal sehen? Dann nach Einzel-Chat. Olivia ist ein tolles Lied. Was denn Olivia? Gucken, was schreibt ihr denn? Mit einem Zug? Jawohl, ich fahre erst mit dem Zug und dann fliege ich. Greta gefällt das. Okay, wird dann das wildwurz Wildwurz-Disaster gefeiert? Nee, es wird nichts gefeiert. So, 111, es 1, 1. kommen lauter Einsen. also ihr wollt scheinbar sehen, dann zeige ich euch das schnell mal. Da ist es doch schon. So. Also, das wurde, das war mal nicht ganz so toll, da war ich schon da, aber das wurde zwischenzeitlich ähm, renoviert im Jahr 2020 oder so. Und ich versuche ja, möglichst in Hotels zu gehen, die da auch, auch in einem guten Zustand sind. Ne? Und da, das Essen ist halt auch gut. Es ist jetzt ein uraltes Gebäude ne? und auch der Zuschnitt ist so. Wie man das kennt, aber ihr seht das. Ich habe natürlich kein Doppelzimmer, sondern ich habe ein Einzelzimmer. Da bin ich auch mal gespannt. Das dürfte wahrscheinlich ein bisschen eng werden, aber ich war schon mal 2018 in einem Einzelzimmer, glaube ich, im Maritimo. Das könnte sogar sein. Hier haben wir das Autos das Bad. Finde ich schön, wenn das so ist. Tibi-Tobi, ne? so mag ich das. Offene Dusche. Sieht auf jeden Fall schick aus. Hier nochmal das Doppelzimmer. Wobei man sich auch nichts vormachen muss. Das ist natürlich alles eine einfache, günstige Ausstattung. Es ist aber immer, ich glaube, es ist ein Vier-Sterne-Hotel. Ähm, wo sehe ich denn die Sterne? Die Sterne sind die offizielle Sterneklasse. Die Sterne stellen die offizielle Sterneklassifikation dar. Die Unterkunft wird hierzu mit branchenüblichen Standards verglichen und bewertet. Okay, wenn wir die Kreise anzeigen, liegt uns zu der Unterkunft keine offizielle Sterneklassifikation vor. Die Bewertung wird holiday check vom Hotelier oder anderen Anbieter zur Verfügung gestellt und basiert beispielsweise auf der Landeskategorie oder der Selbsteinschätzung des Hoteliers. Also, er hat sich hier selbst eingeschätzt, ne? Das ist natürlich immer Dufte, aber die Weiterempfehlungsrate mit 98% ist gut. Gibt auch viele Bewertungen. 2345. Ne? Wir können ja nochmal ein bisschen weiter gucken. Moment. Gucken wir mal hier weiter. Außenpoolbereich werde ich sicherlich nicht nutzen, dafür wird es schon zu kalt sein. Es gibt einen kleinen Innenpool, wobei man das sicherlich auch nicht hin muss, weil der zu klein ist. Hier nochmal Strand. So, also. Ich weiß auch gar nicht, ob ich nach der Renovierung war, ich glaube, ich nicht mehr Maritimo. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Alle Bilder können wir noch mal weiter gucken. Sie haben auch was vom Buffet sehen. Gastro. So. Also sowas zum Beispiel werde ich mir nicht gönnen. Ne? Ist ja ganz klar. Sondern wenn ich mir Süßigkeiten hole, dann äh, hole ich mir Eis. Weil Eis in der Regel nicht ganz so, so eine große Bombe ist. Mal gucken, ob sie auch mal was Leckeres haben. Das hier ist Frühstück, ne? Da werde da bei mir nicht nur zwei Scheiben Speck sehen, sondern eher so sieben, acht Scheiben Speck, ordentlich Ei. Also ich werde ungesund dort leben. Ne? Das hier wird wohl Fisch sein. Da gehen wir mal weiter. Gut, das ist natürlich jetzt, also da vom, mein Geschmack trifft das hier nicht. Da muss man ganz ehrlich sein. Ne? Gucken wir noch mal weiter. Hier haben wir ein paar Soßen. Ich denke mal hier die, ähm, ja, also die Putenbrust werde ich einiges davon verschlingen. Dann hier wahrscheinlich die Soße sieht mir lecker aus. Was haben wir hier? Ja, Fisch brauche ich nicht. Nee, das ist alles nichts. Hier. Da zum Beispiel. Das könnte man. ne, obwohl, ist das auch Fisch? Das ist auch Fisch, ne? Ja, warum haben die denn immer Fisch? Ich will keinen Fisch. Ich will Hähnchenbrust mal sehen. Das gibt es jetzt immer nur Fisch. Warum haben die hier immer nur Meeresfrüchte? Ja, sag mal, was sind denn das für Banausen? Gar kein Foto mehr. Hier zumindest mal Pommes. Und das sieht ein bisschen aus wie Hähnchenbrust, ne? bin auch mal gespannt, ob, ob Spoil noch aufhat. Hört sich ein bisschen merkwürdig an, ist aber nicht so. Das ist ein Fahrradfahrer-Treffpunkt, ne? Ähm, da direkt in der Nähe vom Maritimo und äh, da gibt es dann immer äh, ein, ein, zwei ähm, äh, Radler, ne? Und die haben dann immer so kleine äh, Schnittchen noch mit äh, ein bisschen Frigadelle oben drauf. Das ist nach einer Radtour immer very welcome. Guckt man hier auch nicht schlecht, oder? So. Der Speck hatte noch Abdrücke vom Reifenprofil. Okay, der ist sehr witzig, Alex. An welchem deutschen Bachlauf ist diese spartanische Unterkunft? Ist glaube ich am Main, Dirk, am Main. Aber ich will mir, wisst ihr, ich will mir nicht anhören, weil wir sind jetzt hier auf Twitch unter uns. Ich möchte mir nicht in irgendwelchen Kommentaren unter YouTube anhören müssen, was ich für ein böser, böser Mensch bin, dass ich jetzt auf Mallorca noch mal acht Tage Urlaub mache. Ne, ich habe ja im Frühjahr schon mal Urlaub auf Ja, obwohl das war kein Urlaub, das war Arbeit. Da muss man ehrlich sein, das war Arbeit. Aber ähm, jetzt fliege ich ja in Urlaub und das ist, das, erste, das ist die erste Flugreise seit 2019. Das war aber ähm, beruflich. Da bin ich ja nach Südfrankreich geflogen, um den Peugeot E2008 mir anzuschauen. Wir gucken nochmal weiter. Namen zusammen, Namen Ralf. Das ist eine gute Einstellung, Essen, was das Buffet hergibt. Wer weiß, wie oft du noch die Chance bekommst. Ja, Tobias, mir ist da auch Gewichtszunahme egal. Ich werde mich da durcharbeiten wie ein Mähdrescher durch das Getreide. Mal gucken. Haben wir hier denn auch nochmal. Es ist alles noch nicht so meins. Ne? Das ist mir schon alles eigentlich zu schwer. Ne? Ich, äh, da bin ich eher für Schokoladeneis, Vanilleeis mit richtig Fett. Ähm, Schokoladensoße äh, oben drüben, ne? Oder Ban Bananengeschmack oder sowas hier auch, ne? Eine schöne Creme. Oh, aber das sieht auch gut aus, ne? Oh, das sieht auch gut aus. Das sind alles Bomben, ne? Ich muss viel Rad fahren, Leute, damit ich viel essen kann. Sehen was? Wann kommt denn endlich mal? Ah, hier, Nudeltheke ist natürlich auch mal wichtig. Eine Nudeln werde ich auch essen. Klar, da ist der Hotelier dankbar, wenn man Nudeln futtert, weil das halt das günstigste ist. So, Paella, ne, da werde ich nicht rangehen, weil das schmeckt mir auch zu sehr nach Fisch. Was ist das denn? Kennt das jemand? Ich gehe auch mal gerade in Discord, da kann mir der Discord ein bisschen helfen. Ein wunderschönen guten Abend, lieber Discord. Wollt ihr mal Hallo zum Chat sagen? Guten Abend. Hallo zum Chat. Okay, der Rest will ja. nicht. Guten ja, Abend. Hallo Chat. Guten ja, Abend. Guten Abend und wir wollen doch... Und oh, kommt ja. natürlich zu spät, die lungern immer beim Otto rum, ne? Was sind das hier, Leute? Wisst ihr, was das Schwarze hier ist? Sind das Liebesperlen? Schokoladen. Schokoladenkugel, Mozartkugeln oder irgend sowas? Nee. Das ist ja nur irgendwo Tupferl gemacht mit Schokolade. Okay. Aber es sieht schon lecker aus, ne? Also, das hier wird irgendwie, das wird wahrscheinlich grießbrei sein, oder? Das hier mit ähm, mit irgendeinem Zuckerguss über überbraten ne? wie heißt das wenn man wenn man die anflammt Karamell drüber Karamellzucker und dann anflammt so okay das sagt mir jetzt wieder nichts aber ich finde es sieht lecker aus ne also ähm, hm? ich freue mich drauf so hier haben wir ja zumindestens mal Hähnchen äh, Beinchen ne sagen wir da Nudeln hier davon werde ich natürlich auch nehmen ne? Brokkoli werde ich nehmen Sehen, ob sie auch ein paar schöne Bratkartoffeln mal haben. Salat eher weniger, ne? Also, da werde ich mich zurückhalten, weil äh, Salat ist ungesund. So, was haben wir noch? Mal gucken. Sehen, wir mal noch irgendwas hinten, wo ich sage, okay, das ist mein Style. Eieiei, was lädt denn hier so langsam? Das ist wahrscheinlich ein Video, hä? Ne? Halt, kam doch was. Achso, das ist jetzt einfach nur die Bar. Okay. Ja. No? Das sieht ganz gut aus, ne? Das scheint, ist das Gulasch? Das wird Gulasch sein, ne? Huh? Ja, das kann man, das kann man glaube ich essen. Hier haben wir auch, was sind das? Das sind Bratkartoffeln, oder? Also Bratkartoffeln würde ich gerne auch in großen Mengen verschlingen. Da habe ich mal wieder richtig Bock drauf. Bar ist immer wichtig, jawohl. Hier auch Pizza, Pizza auch wichtig. Da werde ich mir auch mal ein paar Stücke nehmen. Und in der Regel gehe ich mindestens dreimal. Also drei gut gefüllte Teller und dann noch Nachtisch. Das ist so meine äh, Abendroutine. Fischgulasch äh, ist das. Na, wollen wir mal nicht hoffen. Und ähm, dann geht's noch ins Boy. Wie gesagt, nach den Radtouren. Ich hoffe auch, dass das Wetter gut wird. Kann ich das auch gerade noch mal zeigen. Und das Boy ist halt Boy Alkudia. Da ist es. Restaurant ist vom Namen her ist es ein bisschen unglücklich, ne? Aber so sieht das aus, ne? Das hier ist das äh, Boy. Und da äh, sitzen halt immer die Radfahrer nach einer Radtour und äh, da wird noch dummes Zeug geschwätzt, wird ein bisschen was getrunken und es gibt eine Geschichte, ihr wisst ja, der Michi verträgt keinen Alkohol. Ne? Also von Michi wieder der Loder Matteo Matthäus spreche von mir in der dritten Form. Und es trug sich eines Tages zu, auch eine schöne lange Tour, auch verdientermaßen dort eingekehrt, ähm, zwei ähm, Radler getrunken und dann bringen die immer noch so kleine Schnäpschen, ne? Und dann habe ich auch noch zwei von diesen Schnäpschen getrunken, um die tolle Radtour zu feiern. Ne? Und dann, sage ich mal so, wenn man Rad gefahren ist, wenn man eigentlich keinen Alkohol trinkt, dann ist man davon schon ziemlich breit, muss ich sagen. Ich war jetzt nicht total besoffen, aber ich habe es echt gespürt. Also, ich bin dann auch nicht mit dem Rad zurück zum Radkeller gefahren, sondern ich habe das Rad zurückgeschoben, weil ich mir nicht sicher war, ob ich heim ankomme. Und dann hatte man, da war ich auch damals in Maritimo untergebracht, die hatten so, so Duschvorhänge. An solchen Stangen, die ähm, praktisch per Press äh, an zwei Wänden, also die durch Druck hochgehalten wurden. Ne? Die waren eingeklemmt äh, in der Wand. Und der Michi ist dann, während er geduscht hat, ähm, aus der Dusche rausgefallen, mit, zusammen mit dem Duschvorhang und der Stange. Lage ich dann praktisch im Bad. Äh, das ist so 10 Jahre, 15 Jahre ungefähr her. Das wird mir also auch nicht nochmal passieren. Äh, wie gesagt, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Und das liegt daran, dass ich halt keinen Alkohol vertrage. Ich glaube, jemand, der da ein bisschen äh, Routine hat, der hätte das gar nicht gemerkt. Aber bei mir die Kombination aus Anstrengung, es war ein richtig anstrengender Tag, und dann da noch äh, Heide Witzka das war dann schon ein bisschen schwierig. Aber ich konnte Gott sei Dank die Stange wieder reinklemmen und auch der Duschvorhang hat nichts abbekommen. Hat er mich chinesische Vorfahren wegen Alkohol, warum vertragen Chinesen keinen Alkohol? Gut frittiert sind ja jetzt keine schon dunkel gebratenen Kartoffeln. Ich hätte sie gern dunkel. Nur zwei Radler und ein Schnäpskin, Zwei schnapskind Dirk. Wirklich ohne Witz. Die kommen da halt auch immer. Die wissen es, wie man mit den Radfahren das macht. Ein Radler hat damals 5 Euro gekostet, wahrscheinlich jetzt 6 Euro. Egal, es ist Urlaub. Dann kriegst du so ein kleines ähm, aus dem Baguette rausgeschnittenes Brotstück. Da drauf ist dann so eine Frikadelle. Ne? Dann gibt es noch, das ist ein bisschen eklig, solche, wie heißen die denn? Die lasse ich immer rausmachen, auch wenn ich zum Oliven ich get, ich get ne, die schiebe ich immer weg. Es gibt aber auch noch so ein bisschen knapper Kram dazu. Ich hoffe, das ist immer noch auf, aber ich weiß gar nicht, wie lange haben die noch offen? Geschlossen. Mal weitere Öffnungszeiten. Also im Moment scheint es noch offen zu haben. Mal sehen, was sie schreiben. Playa Demo. ich hoffe, die haben noch bis Ende Oktober auf. Cocktailbar. Mal gerade gucken. Können. Weil, Weil das, das ist echt, echt immer ein da Höhepunkt. Barnau, so was, das Essen angeht, ne. Ich bin Banause. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich esse das, was mir schmeckt. Und wenn das Banause bedeutet, dass man einfach das schmeckt, was man haben möchte, dann äh, stehe ich dazu und bin Banause. Aber hier steht jetzt nichts von wegen Menü. Aus unserem Keller, Reservierung, fahrradfreundlich, Kinderbereich, Neuigkeiten, Kontakt, Neuigkeiten. Mal sehen, ob sie da was haben. Nee, haben wir auch das letzte Mal im Juli. Aber hier auch fahrradfreundlich, ne? Wir lieben die Zweiradwelt, daher haben wir das Restaurant Boy geschaffen, den idealen Ort, um mit Trainingskameraden ein Getränk oder ein Stück gut gegrillten Fleisches zu sich zu nehmen. Wir warten mit einem Stellplatz für Fahrräder auf und sind auch Sponsor der, des Radsport-Events malorca 312. Ferner sind wir offizieller Partner des mallorquinischen Radverleihers Hützler. Wir unterstützen allerdings nicht nur den Radsport, sondern trainieren auch selbst und wissen daher, wie daher. Und wissen daher wir genau. Und wissen daher genau, was Radfahren in Restaurants in Restaurants, Restaurants wünschen. Hi, hey, schwierig. So, und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sag's mal so, ich esse gern das, was mir schmeckt. Ich will keinen äh, Tintenfisch. Bo, 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 bo. Ich will keine, äh, äh, keine Meeresfrüchte. Das schmeckt mir einfach nett. Ich mag auch keinen Fisch. Ich habe gern, Pud hab gern Pudenfleisch. Ich habe gern Steak, ich habe gern äh, Schnitzel. Ne? Pudenbrust hatte ich schon, ne Hähnchen, solche Geschichten esse ich gerne, gern was gebratenes, Pizza, ne Bratkartoffeln, Pommes, Bohnen, Brokkoli, ne solche Geschichten, Gemüse, Karottchen äh, mit Erbsen, solche Geschichten habe ich gern ordentlich Soße drauf, Braten, kannst du mich, ne ich bin da halt typisch deutsch und ich habe da kein Problem mit und wenn das Hotel das anbietet, die stellen sich natürlich auch auf die ähm, auf die auf die Piefkes ein. Warum soll ich nicht essen, was mir schmeckt? Nur um dann sagen zu können, oh, da habe ich mir das Odeu gegönnt. Nee, ich bin ein Bauer. Und dazu stehe ich. Ich habe da Spaß dran, das schmeckt mir. Und morgen schön hier Spiegeleier oder Rühreier. Ne? Richtig gut Salz drauf und äh, richtig Speck noch mit dazu. Oh, super. Ich mag das. Und äh, ich, ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, ich möchte die Vielfalt der lokalen Kulinarik kennenlernen. Bitte. Aber der Michi nicht. So. Michi liebt die deutsche Heimat, Hausmannskost, ja. Und äh, ich habe auch kein Problem mit Bratwurst zu futtern, ne? So, Oliven sind doch super, ja, Max, ich mag keine Oliven. Ich finde die irgendwie, ich weiß auch nicht. Egal, ist Urlaub und ihr habt den bezahlt, Tobias, so sieht's aus. So, bin äh, jetzt mal weg. Äh, viel Spaß noch, gut äh, real tutorials äh, gut's nächtel. Danke fürs Vorbeischauen. Was ist Tintenfisch? bu bubu, bu, bu. ja, mag ich nicht. Gebratene Pizza, jetzt wird es interessant. Also kein Feinschmecker, nein. Hättet ihr jetzt gedacht, ich bin Feinschmecker? Doch nicht wirklich, oder? Äh, auch kein veganen Fisch. Veganen Fisch würde ich probieren, Urlaubsziel. Solange der Fisch nicht nach Fisch schmeckt, ist alles in Ordnung. Äh, schön gegrillter Fisch, ich esse auch mal, ne? Ich esse auch mal einen Lachs, ne? Keine Frage, aber es muss nicht sein. Äh, habe seit neuesten auch Hühner, sagt der Imker, neben äh, Bienen auch Hühner. Das ist natürlich super. Der Stream ist nicht vegan, Jakuba. Und ich weiß, dass, wenn unter euch sind, bestimmt auch der ein oder andere Vegetarier oder sogar Veganer. Aber man muss es einfach akzeptieren. Es ist nicht jeder äh, Veganer. Und ich weiß auch, dass das besser ist. Also, jetzt vielleicht nicht mal unbedingt für den ähm, äh, Mineralhaushalt oder, oder wie auch immer man das sagen will. Bin ich mir nicht sicher, ob vegane Ernährung wirklich so super ist. Aber für die Tiere, braucht man nicht drüber zu reden, ist es natürlich besser. So, nicht nur Bienen, genau. Morgens dem Toast beim Durchlaufen durch die Toastmaschine zuschauen. Ja, Döner und Burger King, Hamoka, mag ich auch. Ich stehe dazu. Das sind doch keine richtigen Rühreier in den Hotels. Die werden sogar vor deinen Augen zubereitet, lieber Artigo. Die werden vor deinen Augen zubereitet und dann kannst du noch sagen: Ich hätte gern das noch drin, Zwiebeln. Dann hätte ich gerne noch Paprika mit drin. Dann ja, da hätte ich gerne noch Speck mit dazu. Das kannst du dir dann aussuchen. Dann macht dir der, mach der Mitarbeitermotel vor deinen Augen die Rühreier. Dann holst du dir noch schön einen O-Saft dazu, einen Multivitaminsaft und dann noch schön ein Kännchen Kaffee. Ne? Und dann frühstückst du schön morgens zwei Stunden und lässt dir richtig Zeit dafür. Und danach geht es dann auf eine Radtour 80 bis 150 Kilometer und dann kannst du abends wieder schön fressen. Ne? Und so sehen die Tage da aus. Und ich möchte, wenn alles normal läuft, das Wetter gut ist, an sechs Tagen hoffentlich Radfahren. Das muss man mal sehen, ob das klappt. Und dann so, ja, wenn es geht, 700 Kilometer will ich abgespult haben. So, äh, jeder soll essen, was er möchte und was ihm schmeckt, sagt der Kilroy, so sehe ich es auch. Bin Veganer, ab und zu, sagt er. <laughs> ja, ab und zu bin ich auch Veganer, ne? Die Waldesfee hat 5000 Punkte für diesen springen lassen. Vielen Dank. Hab mittlerweile Cola nachgekippt, ne? Der ähm, Livestream auf YouTube war natürlich cola frei. Hatte ich ja gezeigt am Anfang, ne? Äh, na toll, jetzt bekomme ich Hunger. Ich habe auch schon wieder Hunger. So, der Hubert schreibt, probier mal ein schönes Thunfischsteak, kann auch sehr lecker sein und schmeckt überhaupt nicht nach Fisch. Ja, vielleicht probiere ich das mal. Ich habe halt ein Problem, wenn was wirklich zu sehr nach Fisch schmeckt. Das, das ist nicht mein Ding. Äh, gibt es ja diese fertigen Eier bar. Nee, aber die machen die wirklich, die haben dann solche beheiz äh, beheizten Platten, ne? also riesige Kochplatten. Da werden auch die, die, äh, die Putenbrust wieder zubereitet, die Steaks werden dazubereitet. Also, ähm, oh, ich freue mich schon so drauf. Ich habe echt, ich kriege auch Hunger. Heute Nacht bin ich Veganer, trinke nur Bier. Ist Bier eigentlich vegan? Ich glaube, Bier ist vegan. Ja. Ähm, wir schleppen uns nach dem Frühstück zum Eisbär, sagte Randy Andy. Was bedeutet denn das? Keine Ahnung. Äh, uh, Liegestütz plus ein. Ja, toll, Fred. Na, kümmern wir uns gleich drum. Ich bin teilweise Sekundärvegetarier. Das meiste, was ich esse, ernährt sich Vegetarier. Das ist wirklich. Also, gut, dass das jetzt kein Vegetarier oder Veganer liest. Oder wenn er es liest, hoffentlich nimmt das mit Humor. Gibt es im Mittelmeer Thunfisch? Ist das, muss der Thunfisch. Hat er es nicht lieber ein bisschen, ein bisschen äh, kühler? Ich glaube, der hat es ein bisschen kühler lieber. Der wird eher in den nördlichen Gewässern. Oder ich weiß es auch nicht. Ich kenne mich nicht aus. Eis. Bar! Ah, an der Eisbar und nicht Eisbär. Und dann vielleicht noch am Pool liegen. Wir können ja auch gerade noch mal nach der Wettervorhersage gucken. Moment, das machen wir jetzt gerade noch mal. Wetter online. Alcudia. Die war vorhin, als ich geguckt habe, noch gut. No. Hä? Warum macht er das nicht jetzt? Also. Wetter Alcudia. No. Also im Norden von Mallorca, im Moment sieht es gut aus. So, wir machen mal hier 16 Tage. Also, es sieht insgesamt am 22. komme ich ja hin. Aktuell, man weiß ja, was man von der Wettervorhersage halten kann. Nicht ganz so viel, aber es sieht vom Wetter wirklich so aus. Sonntag, wenn alles gut läuft, ist das ja der erste Tourtag. Dann 23, 22, 22, das ist ideales Wetter zum Radfahren. Zu heiß brauchen wir es auch nicht. Und dann, wenn ich zurückfliege, Freitag, vielleicht dann schon abends Regen, wäre gar nicht schlimm. Halt, nee, ich fliege am 30. zurück, ne? Aber 29. vielleicht haben wir Glück und tagsüber ist es dann doch auch trocken, 20 Grad noch gut genug und dann kann ich das Rad zurückgeben. Und am Sonntag geht es dann in aller Ruhe zurück. Und da wird dann das Wetter an. Nee, es scheint insgesamt stabil zu sein, das ist doch super. Also, wenn es so bleibt, ich würde mich freuen. So, äh, schönen Urlaub auf jeden Fall, danke Thermo. Ob Bier begann. Veganes hängt davon ab, wie die Klärung vonstatten geht. Okay. Weiß ich nicht, was du damit meinst, Jordans, aber wird schon so sein. So. Ich bin äh, Jordans übrigens auch der Sponsor vom Resto Glory, Der hat das Typ-2-Kabel zur Verfügung gestellt. Da, lieber Jordans, auch nochmal vielen herzlichen Dank. Und er wollte dann auch gar nichts haben. Ähm, ich wollte ihm ja einen Rucksack zumindest, aber da wollte er von irgendeinem von Footballverein, glaube ich, den Packers in äh, Symbol so drauf haben, aber das ist halt mit den, mit den Lizenzrechten und so schwierig und ja, da hat er komplett verzichtet. Also, lieber Johns Kokonat, nochmal vielen Dank. Äh, also einen Schatten wirft, deswegen wird nur im Dunkeln. Der Dirk äh, mampft nur im Dunkeln, der Artico sagt, heute hatte ich ein vegetarisches Steak, weil Inklus... Was seid ihr nur für fiese Leute? Äh, Kunstleder und Analogkäse, früher verpönt, heute als veganes Leder und Veganerkäse mit sattem ausschlag extra teuer verkauft. Ja, Analogkäse gab es ja auf Pizzen. Das war dann ein Skandal, wenn rauskam, dass das Analogkäse ist und heute ist es n eine super Zutat, Zutat, ne? So wie in der alten Fosters-Werbung Australien for Salat. Australian for Salad, im Bild ein dickes Steak mit einem Sträußchen Petersilie. Okay, 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 okay. Aber. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was ich auf jeden Fall mal ansprechen wollte, nämlich das Thema Hausspeicher. Und wir haben ja auch einen Profi hier. Ne? Der Herzalliebste mit Geld nicht zu zahlen, der Otto, ist PV-Fachmann und auch Speicherfachmann. Und der meinte, dass im Jahr 2023 sich der Speichermarkt wieder ein bisschen normalisieren würde. Also der von Hausspeichern. Hier sehen wir vom Thorsten und von der Andrea den Pylontech-Speicher, der zukünftig auch mit Kosttal-Wechselrichtern, Wohl kompatibel ist, also ich weiß nicht, ob genau der, auf jeden Fall irgendein pylontech speicher wir das können. Aber kannst du was sagen, Otto, wie die Verfügbarkeit nächsten Jahres äh, von verschiedenen Speichern sein wird? Bist du überhaupt da? Der Skype da. Bin nicht da. Er ist doch, ich bin da. Willst du auch was sagen oder lieber nicht? Ja. Momentan schaut nicht so schlecht aus, was ich jetzt. Momentan. Alles, was ich bestelle, spätestens Mitte nächstes Jahres. Oder okay, früher. also du, du bist der Meinung, es entspannt sich. Ja, also die, die, die Lieferzeiten ändern sich nicht mehr. Weißt du, das ist jetzt schon ganz konstant, immer seit den letzten vier Monaten immer gleiches Lieferdatum. Okay, also scheint da wirklich ein größerer Schwung wohl nach Deutschland zu kommen. Ne? Und das wäre natürlich positiv, weil ich möchte ja irgendwann auch auf den Speicher, der Otto sagt, blass ist, lohnt sich nicht. Er hat ja auch recht, gerade bei den jetzigen Preisen. Weil wenn man jetzt mal guckt, ne? BYD HVS, 5.1, das wäre so einer, der würde mir eigentlich reichen, wobei ich am liebsten 7.7 hätte. Ja, was finanziell keinen Sinn macht, aber hätte ich trotzdem, sag mal, ruckelt bei euch das Bild? Bei mir ruckelt das Bild. Ja, bei dir auch. Auch. Okay, dann schalten wir gerade mal um. Oh, Moment mal. Jetzt ruckel ich es nicht mehr. Okay. Jetzt wieder rüber. Es kann vielleicht auch an der Seite liegen. Warten wir hier weg. Jetzt sieht es wieder gut aus. Okay. Zeitweise ruckeln, ob das an der Karte liegt, ob die zum Streamen nicht so gut geeignet ist, aber es kann ja eigentlich nicht sein. Okay, hier seht ihr jetzt die Preise von Die Ja, oh, hier guck mal. Hier haben wir, wenn der Versand nicht wäre. Das erste Mal einen Preis, wo ich sagen würde, der war ähnlich wie 2021. Immer wenn du in der kleinen Camp bist. Ich hoffe, dass es jetzt wieder läuft. Hoffen wir mal das Beste. Twitch kaputt. Ich habe ja eine neue Grafikkarte. Vielleicht liegt es auch an der. Also hier hätte man jetzt erstmals einen Preis. Ja, ach, inklusive Mehrwertsteuer schon 4300. Okay, wir können ja mal bei Idealo gucken. So, hier noch die alte Karte. BYD, HVS. 5.1. Die Preise. Ich sehe das. Ach nee, ich sehe das nicht. Ne, ja. gut. Schau mal, ob du schon irgendwo ein HVC siehst. Ja, das sind die neuen äh, kompakteren von BYD, die auch kompatibel mit dem Fronius sein sollen. So, und hier seht ihr mal die Preise im Juni 2002. Ach, die waren sogar mal. Ach, guck mal, 3670. Und jetzt sind wir bei 4500. Wir waren auch mal bei 3200, ne? Bei diesem Speicher. So, jetzt gucken wir mal HVC. Also, BYD. Aber ich glaube ne, nicht, dass es da schon Angebote gab. HVC 7,8. Ach, guck mal, doch gibt es schon einen. 5548 inklusive Mehrwertsteuer. Voraussichtlich ab 3.11. Kann das sein? Ja, ja, das ja, kann HVC. sein. Ähm, ja. Ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung vom HVC ist dass sie äh, verfügbare Komponenten genommen haben. Also die ganze Steuereinheit und so weiter ist alles neu. Und ähm, die, die Komponenten sind viel verfügbarer als bei HVS und HVM. Ja, und, und können die mir erklären, was genau das ist oder wisst ihr das auch nicht? Kommunikationsmodule sind das irgendwo. Ja, und sind die dadurch dann minderwertiger oder ist es nee, einfach nur anders? Nur, nur der HVC ist ja neu entwickelt worden. Und die haben das für ein HVC neu entwickelt, das Ganze. Und HVS okay. und HVM ist halt das alte noch geblieben. Okay, weil halt das, drauf. da könnte es ja durchaus auch sein, dass wenn die gut verfügbar sind und nicht mit allen kompatibel, oder sind die dann auch mit allen kompatibel, die HVS unterstützen? Ach, auch genauso. Okay. Das ist nur Firmware-Geschichte, also Software-Geschichte. Ja, okay. Aber dann, sowas käme ja in Frage, ne? Nutzbare Kapazität 7,8 Kilowattstunden, aber ich glaube, den gibt es noch nicht kleiner, oder? Ich glaube, das ist das Kleinste. Ich meine, es, es ja, geht ne kommt jetzt äh, drauf an, was du äh, was deine Ziele sind. Finanziell lohnt sich's überhaupt nicht. Ja. Wenn du sagst, du willst jetzt von März bis Oktober autonom sein, dann ist 7,8 eher zu klein. Ja? Ähm, das nee, bei mir nicht, nett, Christoph. <laughs> Nein, der bei mir wirklich nicht. Weil wenn du mal guckst, wir können ja auch noch mal hier... Moment, ich mache mal gerade wieder rum. Ja gut, jetzt. du bist tagsüber immer zu Hause und kannst dein Auto laden, wenn die Sonne scheint. Wenn jetzt jemand abends erst nach Hause kommt zum Laden, der braucht einen größeren Akku. Ja, wobei man halt auch sagen muss, ähm, dass mein Verbrauch halt wirklich... Ja, der ist wirklich sehr gering. Ne? Das kann der Auto bestätigen. Also wenn wir jetzt hier mal gucken... Last, wenn die for hours, Moment, wo habe ich denn mal Leistung? Michael bezahlt? braucht ganze Nacht so viel wie ich in einer Stunde. Das kommt ungefähr hin. Also, ich kann, könnte jetzt auch locker noch meinen, äh, mein, mit dem Überschuss, den ich habe, auch über die Nacht ganz locker durchkommen. Hier, wenn ich, ich mache das mal auf für euch. Ich versuche halt wirklich auch meine Grundlast so niedrig wie möglich zu halten. Ähm, hier mhm. haben wir jetzt den Verbrauch, ne? Und ihr seht das. Ich hatte ursprünglich mal noch vor ein paar Jahren, wo ich nicht so viel Technik gelöscht hatte, hatte ich hier 80 Watt stehen. Jetzt, also was heißt, da hatte ich das Portal nicht, aber ich hatte einen Grundverbrauch von so rund 80 Watt. Jetzt habe ich einen Grundverbrauch von 28 Watt. Ne? Dann habe ich ja noch dem Otto gezeigt, wie man eine Umweltpumpe einbaut. Das heißt also, auch die Heizung ähm, braucht nicht so viel Strom mehr. Dadurch, dass die Umweltpumpe deutlich sparsamer ist, statt 40 Watt ungefähr, zieht die jetzt noch ein Zehntel. Ob sich das lohnt? Auch eine andere Frage. Ich habe aber nur 100 Euro für die Pumpe be bezahlt. Ne? Das ging halbwegs. Ähm, das, der Folger braucht 2,7 Kilowattstunden am Tag. Wie geht das denn? Ist ja... Davon lebt es vielleicht. Ah, okay. Wenn du jetzt mal einen Monat bei mir guckst, ne? also hier zum Beispiel habe ich das Auto geladen und dann bin ich ja nicht mehr, ich, ich, fahre, ne? ich fahre mit dem Auto nicht so viel. Also, äh, ihr seht das hier: 6,3, 7,8. Hier, das sind dann normale Tage. 7, 7, 7, 6,4, 7, 7. Also, also zwischen 7 und 8 Kilowattstunden. Warum habe ich denn hier, ach so, Waschmaschine, Geschirrspüler unter Umständen, Kaffeeautomaten ne? ein bisschen öfter angehabt. Aber ich sehe das so zwischen 7 und 8, 9 Kilowattstunden brauche ich am Tag. Und wenn wir jetzt mal gucken, die Produktion heute, waren, obwohl es den ganzen Tag eigentlich gepisst hat, 7,5 Kilowattstunden. Das können wir uns auch nochmal angucken im Detail. Hier seht ihr das. Ne? Also, war trotzdem noch genug Luft, um auch, ähm, ja, vielleicht jetzt nicht den ganzen äh, Nachtverbrauch mitzudenken, dass 7,5 Kilowattstunden ist ja für den gesamten Tag. Aber da sind noch so viele Tage auf jeden Fall dabei. Ich könnte auch im November noch haufenweise Tage haben, wo ich komplett autark bleibe. Ne? Dann Dezember ist schwierig, Januar ist schwierig und ab Februar geht es schon wieder los. Also, ich könnte zehn Monate im Jahr. Wenn es richtig gut läuft, tatsächlich auch Tag sein. Mit 7,7 Kilowatt Speicher. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ähm, Frank, der Frank ist auch, da habe ich noch gar nicht gesehen, der Mann für den äh, Flaschenöffner. Guts Nächtle, schönen Arbeitstag, morgen verabschiedet sich. Ähm, die Frage ist halt, lohnt sich das? Es hätte sich jetzt auf jeden Fall gelohnt, wenn ich 50 Cent die Kilowattstunde zahlen müsste, weil ich beziehe 1600 Kilowattstunden. Die teilen wir jetzt einfach mal durch 12. Also Monat 133, ich sag mal mal 10.300 Kilowattstunden könnte ich sparen. Mal 50 Cent, ne? Halt. So, sind 650 ähm, Euro, wobei man ehrlich sein muss, ne? Ich muss von den 50 Cent müsste ich dann äh, 12, warte mal, 50 Cent, 28. Also ich müsste eigentlich 16 Cent abziehen, weil ich ja für ähm, selbstverbrauchten Strom 12 Cent bekomme. Aber 28,7 Cent würde ich für einen eingespeisten Strom bekommen. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Ist das richtig? 50 Cent, dann kostet mich der. Ne, mir fehlen ja 28, aber 12 Gri, also 16 Cent kostet mich mehr. Weil jetzt habe ich gerade einen Denkfehler. Wo habe ich denn gerade meinen Denkfehler? Also, für den Strom, den ich einspeise, kriege ich 28,7 Cent. Wenn ich in selbst brauche, 12, Dingsbums. Ach nee, das muss ich ja oben drauf rechnen, ne? Die 28 runter, die 50, 28 runter. Also 50 minus 28,7 plus 12, ne? 50 minus 28,7 plus 12. Also sagen wir mal 33 Cent, 1300 mal 33 sind äh, 429 Euro im Jahr. Ne? 429 Euro im Jahr, das heißt, so ein Speicher, gut, also der 7,7, der kostet natürlich 5400 Euro. Also brauchst du 12, 13 Jahre, bis er bezahlt ist. Habe ich das richtig gerechnet? Ich hoffe. 12, 13 Jahre, bis er bezahlt ist, so lange hält er auch, oder? Wie lange hält so ein Speicher? Der hält so lang, oder? Ja, locker. LFP-Speicher hält locker. Also von daher, und der wird ja bei mir auch ähm, nie kalt, nie warm, weil der im Treppenhaus unten unter der Treppe würde der stehen. Und da ist immer eigentlich das ganze Jahr über ziemlich die gleiche Temperatur. Da tut sich nicht viel. 12 bis 13 Jahre ist Standard. Ja, ich gehe auch davon aus. Der excess verabschiedet sich. Michael, gutes und besser dich. Ähm, also, ich gehe fest davon aus, dass ich das sogar auch halbwegs rechnet. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man damit viel Geld verdienen kann. Das muss ja aber auch nicht das Ziel sein. Aber das Hobby würde sich dann selbst finanzieren. Und das ist doch nicht schlecht. Ne? Also, der Tim hat den BYD mit 12 Kilowattstunden. Bei mir ist halt die Besonderheit, dass ich noch so viel fürs Einspeisen kriege. Ne? Und das macht es dann halt mit dem Hausspeicher ein bisschen unattraktiv. Aber vielleicht haue ich mir irgendwann, weil es soll jetzt auch steuerfrei bis 30 KWP glaube ich werden, vielleicht haue ich mir auch nochmal 10 KWP irgendwo aufs Dach ne? oder irgendwo in den Garten oder so, mal gucken. Meine Einspeisevergütung geht noch bis wenn 2011, bis 2032. Also ich habe noch 10 Jahre vor mir. Das erste Jahr zählt ja nur halb und dann sind es 20 Jahre. 20 volle Jahre, das heißt von 2012 bis 2000, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31. Bis zum 31.12.2031. Also noch eine ganze Weile. Ne? Es war natürlich damals eine gute Investition. Und jetzt wollte ich mir mal angucken, diese Pylontech vom Thorsten, die sind nämlich wirklich richtig günstig. Ähm, und äh, Solarspeicher, muss man sehen, wo haben wir ne. Green-Akku. Das glaube ich ganz gut. Green-Akku, das sieht man schön. So. äh, Alle zulassen. So, wir gehen mal hier auf äh, Batterien. Lithium-Hochvolt. Pylontech. Obwohl, das ist vom Preis ja auch angezogen, meine ich, ja. 7,2 Kilowattstunden, 5139 Euro, das ist ja gar nicht mehr. ähm... HVC gibt es, glaube ich, nicht ne? HVC. Schau mal, was das Einzelmodul kostet. Was das war das früher mit 1200 oder 1400 als Kleine? Moment. Wir gehen mal... Ähm, haben Sie es? BYD Plus, Batteriemodul. Ich gehe mal rein. Mal sehen, ob man da was sieht. 7,2. Ne, man sieht nichts. Aber ich meine, das wäre teurer geworden, Auto. Oder bin ich bei den falschen Batterien? Okay. Du hast das letzte Mal da was angeschaut. Das waren ja eigentlich Einzelmodule. Da hast du jedes Mal jetzt das ganze Rack. Das letzte Mal hast du angeschaut, wo die Einzelmodule waren und dann das Steuermodul. Irgend sowas war das letzte okay. Mal. Okay, ich gucke gerade mal, ob ich was finde. Das sind komplett Angebote. Also, das ist schon mal nichts. So, Heimspeicher. Solarmodule, Power Stations? Nee. Batterien. So, lithium -Batterien. 48 Volt? Die wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Lithium-Hochvolt, ne? Das letzte Mal hast du aber nur 48 Volt gehabt. Ach, da habe ich nur 48 Volt. Okay, aber das kann man ja eh nicht machen, ne? Ja, und hier ist es auch noch billiger. Okay, dann waren das die hier. Weil 5 Kilowattstunden für 2378 Euro. Speicher, LX 5,12 Kilowattstunden mit BMS. 110 Ampere Dauerentnahme möglich. Aber das geht ja nicht, ne? Das ist ja das dove Ja, um Fronius geht's nicht. Du brauchst dann einen anderen Wechselrichter. Ja. Das ist halt schade. Hier, Pylontech, das sind, glaube ich, die, die dann mit dem ähm, mit dem Kostalau. Kompatibel, nee, die können das doch auch nicht sein mit 8 oder kann der äh, Kostal das hm. ja, ist nicht? Also, Kostal wird auch mit Pylontech zusammenarbeiten. Ich weiß noch nicht mehr, welche Akkusysteme das waren. Ja, aber nicht die 48 Volt, glaube ich. Ja, es ist also, es ist ähm, und mit den anderen könnte der mit den anderen könnte der ähm, ja auch nicht zusammenarbeiten. Ne? Auch mit dem Lithium Hochvolt könnte der nicht zusammenarbeiten oder. Ja. Und es geht um die Firmware, die drauf ist und die müssen ja. mit, der, mit der kommunizieren können. Und das können und du, die nicht. Wenn, wenn du ein 48-Volt-System hast, dann hast du sehr hohe Ströme. Und bei der Hochvolt hast du ja auch nicht die hohen Ströme. Ja und hier hast du jetzt ein 200... Ach, ihr seht das ja gar nicht, warum sagt denn keiner was? Hier haben wir jetzt 240 Volt, ne, 12 Kilowattstunden. Aber damit kann ja der, ähm, der äh, Fronius auch nichts anfangen, weil er mit diesem Batteriepack nicht kommunizieren kann. Und das ist halt echt schade. Lieferbar ab 15.12. Also auch da ist die Lieferbarkeit viel besser als bei HVS. Folger, ich kenne mich damit nicht aus. Der fragt, ob man die Blöcke nicht seriell schalten kann. Also das erhöht sich ja. Das ist ja hier auf jeden Fall so, dass es seriell geschaltet ist. Die sind alle hintereinander, wenn ich das richtig verstehe. Und dadurch... Trotzdem, kommt trotzdem musst du es managen. Ja, das ist das Problem. Und das Management-System passt halt nicht. Sonst könnte man sich hier diesen... Relativ preiswerten Speicher reinkloppen. Ne? Und das Schöne ist halt auch, du hast dann zwar ohne Netztrennung keine echte Notstromfunktion fürs ganze Haus, aber dein PV-Point wird halt weiter mit Strom versorgt. Und du kannst den PV-Point auch aus dem Akku heraus betreiben beim Fronius. Ne? Und das ist halt schön, weil du dann die wesentlichen Verbraucher auf jeden Fall mit Strom versorgen kannst. Dann hast du auf jeden Fall deine Heizung, die läuft. Dann legst du dir noch ein Verlängerungskabel hier ins Büro hoch. Und dann hast du auch hier dein ga ganzes Computergelöch am Laufen und kann ja auch sein, dass. Wie ist denn das eigentlich mit den ähm, DSL-Leitungen? Und wenn da Glasfaser liegt, aber die brauchen wahrscheinlich auch Strom, ne? Wahrscheinlich wird, wenn das Netz weg ist, wird der ganze, äh, wird wahrscheinlich auch der ganze DSL-Kram weg sein, oder? das ja, kommt ja drauf an, wie das äh, Verteilerzentrum bestückt ist. Also kann ja auch sein, dass das Akkus hat oder wenigstens irgendwelche Generatoren oder so. Meinst du echt? Okay. Das wäre natürlich. Ne, dann ja. Weil dann wäre ich ja für, ein, für, äh, für einen Notfall gerüstet. Ne? Also, wenn es wirklich dazu käme. Dann habe ich noch meine Power Oak. Da habe ich auch noch 1,4 Kilowattstunden oder so, die ich verbrauchen kann. Das, das hält ja auch eine ganze Weile. Also, ich könnte dann schon. Ne, äh, wenn wirklich, ich glaube da nicht dran. Ich weiß nicht, Otto, hast du auch eine Meinung zum Blackout? Wie wahrscheinlich hältst du das? Du, du bist ja technisch fitter als ich. Ich weiß nicht, Christoph oder wer noch im Discord ja. kennt sich jemand mit dem Thema aus? Wenn es so wegkommt, dann hat irgendwo einer einen Schatz gebaut, sage ich ja mal dazu. Oder nicht. Der Strom ist das Letzte, was sie abschalten. Ja, es kann sein, dass es kein Benzin mehr gibt, äh, dass es kalt wird wegen Gas. Aber wenn der Strom ausfällt, dann geht gar nichts mehr. Ja, dann geht keine Kommunikation, dann geht äh, alles, du kriegst nichts mehr in Supermärkten, die können gar nicht aufmachen, die werden geplündert und äh, das, was du im Kühlschrank hast, taut auf. Äh, der Strom ist das Letzte, was abgeschaltet wird. Und äh, dann ist sowieso schon vorher Zeit, äh, sich aus Deutschland vom Acker zu machen. <laughs> Aber ich kann das nachvollziehen, Hotbird. Und man muss ja auch klar sagen, es können ja auch einzelne Netzteile ähm, abgetrennt werden. Und das ist ja auch das, was dann ein Blackout verhindern soll. Und das sind ja automatisierte Prozesse. Da sitzt ja nicht mal jemand, der das auslösen muss, sondern wenn die, ähm, die Netzfrequenz in einer Weise schwankt, wie das nicht akzeptabel ist, dann werden Teile getrennt. Oder sehe ich das falsch? Ja, es gibt äh, Lastabwurfszenarien und ähm, das allerletzte sind Krankenhäuser, aber die Wohngebiete sind auch ziemlich hinten. Also erst wird in der Industrie ziemlich viel abgeschaltet, weil das auch am meisten bringt, äh, die Netzfrequenz, die dann sinkt, wieder nach oben zu bringen. Also auf Netzfrequenzinfo gibt es da äh, so eine Übersicht, was wann abgeschaltet wird. Ja, die Entkopplung von anderen Ländern. Ja, das kommt ja noch dazu. Also von daher, ich kann es mir... Natürlich, wenn, wenn alles daneben läuft, ne, ist es nicht zu 1000% ausgeschlossen. Aber bis es dazu kommt, dass ein Blackout kommt, ja, das sehe ich, also das kann ich mir nicht... Alles, was ich drüber gelesen habe, wenn man nicht gerade die Bildzeitung verfolgt, ne, oder auf diversen einschlägigen YouTube-Kanälen, dann ist es einfach... So gut wie ausgeschlossen. Das ist, ein Blackout ist ja auch nicht so, dass du jetzt mal regional für drei, vier Stunden keinen Strom hast. Ne? Sondern das ist, dass das gesamte Netz ausfällt und es mehrere Tage dauert, bis man alles wieder hochfährt und es vielleicht auch zu Kraftwerkschäden kommt. Ne? Das kann doch auch sein, dass durch falsche Netzfrequenz auch Kraftwerke beschädigt werden. Oder sehe ich das falsch, Leute? Das ja, siehst das ist... du falsch. Die Kraftwerke, die schalten irgendwann bei 45 Hertz einfach ab. Die werden nicht beschädigt. Nee. Du hast nur ein Problem mit der Schwarzstartfähigkeit. Ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk ist nicht schwarzstartfähig, weil du brauchst Strom, um das erstmal wieder in Gang zu bringen. Schwarzstart kannst du zum Beispiel mit einem Wasserkraftwerk machen. Da brauchst du nur einen, der ähm, das Rad wieder aufdreht, das dann wieder Wasser runterfließt. Und dann kannst du damit erstmal die Kohle- und Atomkraftwerke und so weiter wieder versorgen. Ja, dann war, dann wäre es doch auch sinnvoll, wenn alle Kraftwerke in, in äh, einen Akku hätten. Einen großen Akku als ja für den Schwarzstaat. Also oder für den für den Start des Kraftwerks. Auch nicht. Es fehlt ja das 50 Hertz-Netz. Ach so. Okay. So einen großen Wechselrichter, der ein Atomkraftwerk wieder ans Laufen bringt, den haben die nicht. Ja, mit Gleichstrom bringst du das nicht hoch. Okay. Und gibt gibt's äh, Dieselgeneratorenhöllen dafür. Die haben mehrere ah. Dieselgeneratoren, um die wieder schwarzstadtfähig zu machen. Na, die Dieselgeneratoren sind aber mehr dafür da, um den Kühlwasserkreis aufrecht zu halten und weniger zum Starten der Anlagen. Ja, genau, die reichen nicht zum Starten, die reichen nur ähm, dass du, um die Kernschmelze eine Zeit lang zu verhindern. Eine Zeit lang? Okay. Ja, wenn es Diesel alle ist, in dem Moment äh, hast du nichts mehr zum Kühlen. Das ist ganz ja, einfach. aber ich gehe mal davon aus, man würde dann, ähm, bevor wir ein Race to Glory mit unseren Diesel-PKWs machen können, das Diesel zur Atomkraftanlage fahren. Das hoffe ich mal, dass das gewährleistet ist. Aber es sind viele Dinge, die zusammenarbeiten. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dazu kommt, dass das gesamte Netz ausfällt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wobei, was Positives noch nebenbei, die Dieselgeneratoren bei Atom Atomkraftwerken reichen ungefähr fünf, für fünf Tage. Danach schmilzt es dann. Also viel Spaß. Ja, gut, wenn ich zu der Zeit auf Mallorca bin, ist es mir eh egal. Da ist ja, glaube ich, kein Atomkraftwerk. Und dann sinken die Immobilienpreise. Nein, das ist jetzt, Entschuldigung, das ist natürlich, ähm, nein, hier, wir wollen auch keine Spess drüber machen oder ich, ich sollte keine Spess drüber machen. Ähm, wir können aber. Also ich bleibe dabei, alles, was ich gelesen habe, obwohl ich kein Spezialist bin, muss man ganz klar sagen, auch die, die äh, Kraftwerksreserven, wir können ja auch mal Kraftwerksreserve mal eingeben. Natürlich wurde die, ich glaube, die wurde schon ein bisschen verringert, ne, weil einige Kraftwerke rausgenommen wurden. Kraftwerksreserve. Kann ich, noch eine, kann ich noch eine Anekdote aus meiner Jugend erzählen? Ja, bitte. Also Anfang der 80er hatten wir mal irgendwie auch ganz schlimm äh, kalten Winter. Ja. Und da bei uns in der Stadt gab es auch die Kohlereserven, die wurden immer kleiner und es wurde auch angekündigt, dass eventuell Abschaltung und sonst was war. Es war keine einzige Minute und das war im Osten und da waren die Netze noch nicht europaweit so verstrickt, wie es heutzutage ist. Also natürlich kann alles mal passieren, aber ich glaube, wie der Otto schon sagt, dann hat ohne einen Bock, dass sie baut. Aber von sonst glaube ich nicht wirklich dran. Okay. Also, auch der Tobias, ich dachte, es käme jetzt irgendwas damals im, im Zeltlager ähm, mit der Chantal, ne? hatte ich gedacht, aber nein, er hat über Strom erzählt. Okay. Ähm, so, Feststellung des Bedarfs der Netzreserve für den Winter 2022. So, ähm, sowie Betrachtungszeitraum, bla, bla, bla. Es gibt ja zu allem ne, Gesetze, Verordnungen, was vorgehalten werden muss. Das Schöne ist ja, es gibt ja wirklich Fachleute. Ne? Es gibt ja Leute, die sich mit nichts anderem beschäftigen als damit. So Rückschau: Winter 2021. Im vergangenen Winter wurden die meisten Netzreserve-Einsätze seit Bestehen der Netzreserve verzeichnet. Okay. Zwischen dem 1.10.21 und 2.24.2022 wurden von den Übergangsübertragungsnetzbetreibern auf der Grundlage der Vorschauprozesse des Netzanpassungssegments an 175 von 204 Tagen Redispatch durch deutsche Netze. Reservekraftwerke angefordert. Höchste Abbruch 2,243 verzeichnet. Insgesamt sind 6.6, 6.545 nee, Megawatt Netzreserveleistung ausgewiesen. Die Einsatzhäufigkeit je Kraftwerk ist Abbildung zu entnehmen. Abbildung 1. Also hier sehen wir Abbildung 1, Einsatzhäufigkeit von den Kraftwerken. Also Ingolstadt nie, nie, nie. Und wir sehen auch mal hier, was Steinkohle ist und was Erdgas ist. Also, Erdgas wird wahrscheinlich aber häufigsten genommen, weil das vermutlich am einfachsten umzusetzen ist. Ne? Und ähm, hier seht ihr das ja. Also, zwei Kraftwerke, es, es ist aber auch die Einsatztage. Ne? Man weiß jetzt auch nicht, wie viel Strom dann wirklich produziert wurde. Aber das hier ist wohl die Netzreservekraftwerke, die wir haben. Und da sind ein paar gar nicht eingesetzt worden. Ne? Und jetzt ist halt die Frage: Könnten die auch die ähm, Gaskraftwerke komplett ersetzen, die in der Reserve sind? So Anforderungen: Netzreserveleistung und Zeitraum, bla bla bla. So, jetzt gucken wir mal, ob es eine Prognose gibt. Wir gucken mal gerade: Prognose. So, Brennstoffpreise. Megawattstunde, Rohöl 37, Erdgas 68. Im Fortschritt wird das System, da diese Preise genau widerspiegeln als die ursprünglichen Prognosen, werden zur Bestimmung der Netzbetreiber... Okay, Rohöl. Da haben sie Euro-Megawattstunde. Also Rohöl und Erdgas natürlich mit Abstand. Ob das schon die aktuellen Preise sind? Übertragungsnetzbetreiber. Ich weiß ja, das muss wahrscheinlich älter sein, oder? Für den Zeitraum 2022, 2023 angenommene Brennstoffpreise. Tabelle 13. Tabelle 13. Ist das die Tabelle 13? Hoher gesamter Redispatch. Was ist das hier? Gesamtnetzreserve Ausland. Höchster Redispatch im Ausland durch Netznutzungsfall-spezifische topologische Maßnahmen kann der Redispatch im Ausland reduziert werden. Okay. Ja, ich, ich habe mich hiermit halt noch nicht auseinandergesetzt. Ne? Merit-Order-Prinzip. Okay. Das sieht man es mal kurz. Erdgas, aha. Hier sieht man mal, welche ähm, Produktionsart beim Strom den Preis bestimmt hat. Und hier, das ist alles Erdgas. Jetzt will ich aber doch mal gucken, wie hoch die Reserve ist. Und hier sieht man auch mal, wo der Strom herkommt und wo er hingeht. Ne? Sehr viele lokale Netzbetreiber haben doch auch Kraftwerke für die Spitzen und auch weitere Generatoren. Das sicherlich auch, ne? Äh, guten Nacht zusammen. Der HH verabschiedet sich. Kurz nächte, haha. Schönen Abend noch, danke fürs Vorbeischauen. Ich schätze mal, dass die Gasnetzreserven auch den hohen Strompreis bestimmen. Das ist wohl nicht ganz falsch. So, hier haben wir jetzt Leistungs, Leistungsfluss vor, vor Lastflussoptimierung. Okay, ich nehme mal rot, ist nicht ganz so gut. Ne? Da sehen wir, dass es eine Nord-Süd-Leitung wohl braucht. Ne? Ergebnis: Ich will mal gucken, ich will mal die Reserven sehen. gerade Im Rahmen der qualitativen Spannungsmittel, Mittel gering, 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 gering. Ja, das wäre jetzt echt mal schön, wenn man jemanden hätte, der das wirklich mal gut erklärt. Wo sind denn die Kraftwerke? Netzreservekraftwerke. Leistung 433. In Grenzsituation 433 Megawatt. Einsetzung im Jahresverlauf 124. Hier sehen wir das jetzt mal. Mal sehen, haben wir auch eine Gesamtzahl? Nee, Gesamtzahl haben wir nicht. 726. Anzahl, dax also hier sehen wir mal die gesamte Netzreserve, dass sie jetzt nicht beziffert ist. Ähm, Im Folgenden werden die Eingangsgröße wie die Netzreserve... <laughs> Annahme zur Netzlast. Im Folgenden werden die Netzlastannahmen. Höchstlast. B -b 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 -b. Kommen wir zu Kraftwerkspark. So, Kraftwerkspark, sonstige Mineralabfall. Ich verstehe es nicht. Ich müsste mich damit mal be, ähm, äh, beschäftigen. Habe ich ja mal gemacht mit dem Tigi, aber äh, Ausfallart, Vollausfall. Annahme zu Kraftwerk-Nichtverfügbarkeiten im Norden. Primärenergie, Vollausfall, Vollausfall, Vollausfall. Erdgas-Teilausfall, Braunkohle-Teilausfall. Nee. Also, es macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich finde es nicht. Annahme zu Kraftwerks-Nichtverfügbarkeiten in der Region Süden. Da nehmen Sie irgendwas an. Also, äh, ich lasse das jetzt mal. Ich verliere gerade, glaube ich, euer Interesse. Äh, sehr zur Freude. Ärmerer Länder in der EU haben wir überall Erdgas eingekauft. Geld spielt keine Rolle. Und das ist ja auch noch mit dem Grundfolger. Warum? Ich glaube, also es wird jetzt auch immer wieder betont, dass das Gas ja den Händlern gehört und nicht Deutschland. Ne? Dazu muss man aber auch sagen, wo wird es denn Gas geben? In den Ländern, die nicht viel dafür zahlen können oder in den Ländern, wo scheinbar Geld ohne Ende zur Verfügung steht? Was meint der Discord? Ich sage, in den Ländern, wo Kohle ohne Ende zur Verfügung steht. Bevor... So ist es doch schon. Ja, aber es wird halt argumentiert, dass die Speicher, das Gas in den Speichern, nicht Deutschland gehört. Ne? Sondern den Händlern. Und es muss ja auch dieses Solidaritätsprinzip gilt ja in Europa, dass sich die Länder untereinander helfen. Es gibt aber wohl erst Abkommen mit Österreich und Dänemark. Irgend so was, ja, dass sie sich gegenseitig helfen. Das wird jetzt halt auch mal ein Lackmustest, wie das so schön heißt. Müssen also mal abwarten, ob das funktioniert mit der gegenseitigen Solidarität. Aber ich habe, ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, das, was man dem Herrn Trump vorgeworfen hat, nämlich America first, ne, war das nicht sein? USA first, America first oder sehe ich, war sein Stichwort. Und ich bin mir absolut sicher, wenn es dann ums Gas geht, da ist dann auch Deutschland first. Das ist wie mit, mit den, mit den Masken. Und da, wo die Kohle ist, dort wird es auch die äh, Energie geben. Und die Kohle ist nun mal in Deutschland. Wir sind eines der reichsten Länder überhaupt. Ne? Auch wenn man es nicht meint, wenn man die Staatsverschuldung sieht. Aber die sind im Verhältnis zu anderen echt niedrig. So. Ähm also, Spiegel vom Samstag: Gasreserve hat wohl die Preisspitze im Sommer mit verursacht. Ja, aber Nick, das will ich keinem vorwerfen, diese Preisspitze. Das Problem ist einfach, ähm, wenn jetzt die Bundesregierung nicht da konsequent gehandelt hätte und gesagt hätte: äh, Geld spielt keine Rolex dann hätten wir jetzt wahrscheinlich ein größeres Problem. Und der Gaspreis, ne, das habe ich heute auch in einem Kommentar geschrieben. Was ist denn, wenn jetzt, also in Europa, die Gasspeicher sind zu 91% voll? Bitte, Discord, ihr hört ja mit, ihr seid ja alle schlauer als ich. Wenn ich Unsinn rede, korrigiert mich. Ähm, also die Gasspeicher in Europa sind zu 91% gefüllt. Natürlich, Deutschland hat mit Abstand den größten Gasspeicher. Ich glaube, ein Viertel der Gasreserven in Europa können in Deutschland eingelagert werden. Das als erster Punkt. Und alle Länder haben versucht einzulagern, 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 trotz der hohen Preise. So, und wenn man sich jetzt den Gaspreis mal anschaut, ne, wie der sich entwickelt hat, dann stellt man fest, wir hatten den höchsten Stand am 1.9. 1.9. 40,4 Cent. So, und jetzt sind wir, ich will nicht sagen, dass das billig ist, ne? Man kriegt das hier hin, ja. Jetzt sind wir bei 24, 23,8 Cent, ne? Das ist natürlich immer noch teuer, keine Frage. Aber was passiert denn mit dem Gaspreis? Also Punkt A, ich gehe davon aus, wenn man jetzt auch mal den Heizölpreis nimmt, ne? Der Heizölpreis ist auf immer noch hohem Niveau, Heizölpreis. So. Hier ist der Heizölpreis, ne? Man sieht das mit. Obwohl, das ist der, auch, nee, nee, der ist immer noch hoch. Genau. Der ist immer noch relativ hoch mit 4 US-Dollar, ne? Schwankt mal zwischen 3 und 4 Dollar, ist aber auf jeden Fall sehr hoch. Wir gehen nochmal hier äh, auf 3 Jahre. Und da seht ihr das auch, dass das höher ist als in der Vergangenheit. Ne? Also ähm, das ist schon äh, Rekordniveau. Wenn wir uns dann aber mal den Rohölpreis anschauen, dann stellen wir fest, dass der selbst ich gehe mal auf 5 Jahre, auf Max, dass der auch schon mal Anfang der 10.000er Jahre auch schon mal auf dem Niveau war. Da war aber der Heizölpreis bei 80, 90 Cent und nicht bei 1,50, 1,60. Der war also deutlich niedriger. Und wodurch erklärt sich das? Ich kann es nur mutmaßen. Ich vermute aber, dass es daran liegt, dass viele Unternehmen die bisher mit Gas ihre Energieversorgung gesichert haben, gesagt haben, also die, die können, die, die das umstellen können, dass die gesagt haben, okay, dann stellen wir jetzt auf Heizöl um, weil wir da eine Versorgungssicherheit haben und äh, dass das mehr kostet, das nehmen wir dann in Kauf. So, und das hat dann nach meiner Vermutung dazu geführt, dass die Nachfrage nach Heizöl viel höher war als in den vergangenen Jahren und das den Preis getrieben hat. Ja, so, aber wenn jetzt tatsächlich Unternehmen... Von Gas auf Heizöl umgestellt haben, wenn sie das konnten und die Gasspeicher irgendwann gefüllt sein sollten. Mal angenommen, das klappt wirklich, weil warmes Wetter, es wird nicht geheizt. Wie gesagt, also diese ganzen Kombinationen kommen zusammen. Was passiert denn dann mit dem Gaspreis? Der wird fallen. Habe ich da eine falsche Ein äh, Vermutung, eine falsche Einschätzung? Bitte sagt immer dazu, was ihr dazu denkt. Also, der ja, also im, äh, bis zum Frühjahr wird er nicht fallen, glaube ich. Danach schauen wir mal. Was, was, was würdest du denn sagen, Christoph, wenn mal angenommen, wirklich, es ist jetzt warmes Wetter und ähm, ich kann euch das ja auch nochmal zeigen, Gasreserve Europa. Sehen, ob ich das gleich finde. Wie hieß denn nochmal diese? Da gibt's doch... Äh, wo ist denn... Halt, Gaspeicher. Gaspeicher, Füllstand Europa. Da gibt es so eine eigene Seite. Wo ist die denn? Das gibt's. Warum? Warum finde ich denn diese blöde Seite jetzt? Wisst ihr, wenn ich sonst gucke, finde ich sofort... Euraktiv. Gasspeicher, Füllstand. Probieren wir es mal so: Tagesschau, Bundesallgäu, NTV, DE Statista. Warum finde ich die Seite jetzt nicht? Weil da konnte man sehr schön sehen: Erdgaspeicher, äh, Ines, Bild, e -fahrt. Ich könnte echt ausflippen. Da gab es eine eigene Seite, wo man das richtig schön sehen konnte. Wo alle europäischen Speicher mit drauf waren, auch England war mit dabei, wobei die nicht melden. Funsearch, ich finde es nicht, Leute. Donaukurier, ich könnte mich aufregen, ich könnte mich echt aufregen. Warum finde ich das nicht? Ich finde es nicht, Leute, es tut mir leid, ich finde es nicht. Ähm, aber wie gesagt, wir sind bei 91% europaweit. Ähm, du musst auch nächstes Jahr die Gasspeicher wieder voll machen, da bleiben nur LNG und Norwegen übrig. Aber Andi, wenn jetzt tatsächlich viele auf Öl umsteigen und ähm, die Gasnachfrage insgesamt deutlich niedriger ausfällt, als man das im Moment noch erwartet, und was, selbst wenn es im Winter wieder anzieht, aber wenn die Speicher voll sind und ähm, es ist noch schönes Wetter und es haben ähm, Industriebetriebe auf Heizöl umgestellt, die können, dann... Fällt doch von heute auf morgen die Gasnachfrage? Oder verstehe ich da was falsch? Es ist nicht nur der ähm, Angebot und Nachfrage ähm, insgesamt, sondern auch die Kapazität der Pipelines. Also ähm, Bayern ist zum Beispiel äh, auf Gasspeicher in Österreich angewiesen, weil von Norddeutschland nach Süddeutschland nicht genug Pipes da sind. Da stimme ich dir zu. Aber trotzdem ist es ja so, ich, ich weiß nicht, ob, wir, ob, ob ich mich richtig ausdrücke. Wenn die Speicher alle voll sind, Christoph, nur mal, ne, der, der, der Chef der Bundesnetzagentur hat im Juli gesagt, selbst 80% seien nur mit viel Glück möglich und wenn äh, über Nord Stream weiter 40% mindestens an Kapazität geliefert wird. Und das ist ja schon lange nicht mehr der Fall und wir sind jetzt bei über 95%. Und jetzt mal angenommen, und wie gesagt, die deutschen Speicher sind ja sowieso die größten, und weil wir auch die größten sind, ähm, 91% in Europa und angenommen, in zwei Wochen sind wir dicht bei 100. Und es kann ja auch okay. gar nicht mehr so schnell eingespeichert werden, umso voller diese Kristall, die da im Gestein, wo das Gas sich in irgendwelchen Poren festsetzt und so weiter, dann bricht doch von heute auf morgen die Gasnachfrage ein. Schau, Chat. Im Chat? Breaking Electronews, coole Klamotten, oder was meinst du? Nee, dreimal haben wir den Link reingepostet oder viermal ist der schon reingepostet. Im Chat? Ich sehe den nicht. Ist es ausgeblendet worden? Ah, doch. Sidvik 1904. Ja, das ist es. Sidvik, Dankeschön. Und auch alle anderen, Tobias, ähm, äh, Otto, Dankeschön. Okay. Ja, Hamos, Dankeschön. Das habe ich gesucht. So, wir sind bei 91,85% im Moment. Ja, und hier sieht man auch mal die deutschen Reserven, ne? wohlgemerkt, das Gas gehört uns nicht. Ja, aber wie gesagt, da wo es Geld ist, da wir das Gas hinfliegen, ist meine äh, Fließen, ist meine feste Überzeugung. Und wenn man dann auch sieht, dass wir im Sommer ganz viel Strom nach Frankreich exportiert haben, weil deren Atomkraftwerke ja eigentlich schrottreif sind, mal ein bisschen überspitzt gesagt, ähm, dann werfen wir halt Frankreich ab. No? Ich will eh in Frankreich Urlaub machen, dann äh, äh, be schreibt man uns halt auf Nein. Das ist natürlich alles sehr vereinfacht, aber man kann Netze ähm, auch wirklich ähm, abtrennen vom europäischen Netz, um einen Blackout zu verhindern. Aber ihr seht das hier, wir sind bei 95,28 und der ähm, Bundesnetzagenturchef, wie gesagt, hat über 80 schon für schwierig gehalten. Und das unter der Voraussetzung, dass weiter 40% Auslastung Nord Stream 1 erfolgt, was ja auch schon ganz lange mehr der Fall ist. Deshalb... Ich kann mir nicht vorstellen, ich, ja, aber ich bin da vielleicht echt zu naiv. Wir sind bei 91,85, sind wir schon. Hier. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich gucke jetzt aber nochmal, was ihr schreibt. So, Moin. Ja, mal. guck mal bei äh, Gas in Storage, ganz oben EU, ja, 1023. Ähm Terawattstunden und Verbrauch 3776. Ja, und insgesamt ist Europa oder die EU bei 91,85. Das reicht aber nur für ein Drittel äh, des Verbrauchs an, weil sonst normalerweise immer ständig was nachgeliefert wird. Ja, ja aber Christoph, es muss ja erstmal kommen. Ja, Christoph, aber es ist, wird doch im Moment mehr geliefert, als verbraucht wird. Da sind wir uns doch einig, sonst könnten ja die Gaspeicher nicht gefüllt werden. Oder bin ich jetzt doof? Nö, das nicht. Ähm, aber jetzt ist es natürlich so, dass die richtige Heizperiode noch nicht äh, begonnen hat. Ja, ja dass, aber das äh, war... Der Warmduscher das... macht vielleicht von 18 auf 20 Grad, als der jetzt sein Haus. Und ähm, wenn es dann plötzlich 0 Grad ist, äh, dann brauchst du mehr, um dein Haus auf 18 da... oder 20 Grad zu heizen. Das, das bestreite ich ja gar nicht. Deshalb leert sich ja dann auch der Speicher irgendwann, ne? Aber meine Frage ist ja, wenn es jetzt noch eine Weile warm bleibt und es wird nicht geheizt, also die Heizperiode, oder es wird weniger geheizt, als man das jetzt erwarten würde, und es wird weiter eingespeist. Und im Moment, wir haben ja Oktober und es wird ja fast überall eingespeist, außer in Polen. Ja? Wird ja hier überall eingespeist. Und wenn in zwei Wochen, na, das ist jetzt übertrieben, aber wenn, wenn irgendwann das voll ist und es wird immer noch nicht geheizt, weil wir einen warmen Herbst haben. Dann wird doch weiter über die Pipelines auch Gas geliefert. Dann müsste doch eigentlich der Preis weiter sinken. Ja, gut. Okay, wir, wir kommen wahrscheinlich nicht. Ich, ich muss nochmal drüber nachdenken. Es ist alles ins Unreine gesprochen. Jetzt lese ich aber nochmal ähm, den Chat. Und nicht vergessen, Vater Staat schneidet sich von jeder Preiserhöhung einen Riesenkuchen mit ab durch die diversen neueren Abgaben. Randy Andy. Also ich glaube nicht, dass das für Deutschland ein schlechtes Geschäft ist. Die verdienen mit. Das ist... Wie eine versteckte Steuererhöhung. Weil bezahlen tun es diejenigen, die die Energie einkaufen müssen. Die Unternehmen und ganz viel halt auch die Verbraucher. Und das, was auch lustig ist, es wird über einen Gaspreisdeckel gesprochen, aber nicht über einen Heizöldeckel oder über einen Pelletdeckel. Ne? Und die sind ja auch alle exportiert. Warum sind Pellets so teuer? Ich ja, völlig richtig, Michi. Die machen das mittlerweile auch so ein bisschen wie die Ölindustrie. Hohe Nachfrage, Preis rauf, ja. Du musst auch nächstes Jahr die Gaspeicher wieder voll machen. Genau, das, da bleibt nur LNG äh, und Norwegen übrig, wobei ich glaube, ne, Andy, ich glaube, dass die Marktmechanismen dafür sorgen, dass die Unternehmen diesen, die Unternehmen sind ja viel flexibler und schlauer als jetzt die Politik. Die suchen sich ja immer überall Schlupflöcher, das ist einfach so. Und wenn die irgendwo Geld sparen können, dann ändern die was. Und wenn die bei der Energie feststellen, das ist zu teuer, das ist zu unsicher, dann holen die sich eine andere Energieform oder versuchen, irgendwas zu verändern. Und das führt dann dazu, dass die, der Verbraucher in Deutschland vielleicht sogar schneller sinkt, als wir uns das vorstellen können. Ein Privathaushalt kann nicht von heute auf morgen von Gas auf, auf, auf was anderes umstellen. Wärmepumpe, ne? Kann er nicht. Aber ich glaube, die Industrie ist da flexibler. Ich traue denen viel zu. Aber ich bin ein Optimist, was das angeht. Ihr stellt das ja fest, ohne, ist nur ein Bauchgefühl. Weil du sagst, Wärmepumpe, die werden eben mit 1. Dezember wieder 8% teurer. Es ist aber mit allem so, Otto. Ne? So, ähm, der Brami verabschiedet sich, Guts Nächtle. Hier geht es doch um Spekulation und nicht um realen Bedarf. Jakuba, ich glaube das auch. Ähm, der Peter schrei äh, schreibt, es steigt auch immer mehr aus dem Gas aus, ich werde nur mehr Gas kaufen, es steigt, genau, nie, achso, ich werde nie mehr Gas kaufen, schreibt der Peter, also der Peter steigt auch aus dem Gas auf, wobei der Peter ja auf Wärmepumpen umgestellt hat, ne, oder umstellen will, er hat das letzte Mal auch geschrieben, ob es klappt oder nicht, ich glaube, es hat sich noch verzögert. Der Plutzius schreibt, der Ölpreis wird nicht mehr fallen. Dafür sorgen die OPEC-Länder. Putin hatte doch erst kürzlich den Emiraten zu Besuch, die halten die Preise hoch und wollen doch die nächsten Jahre absahen wegen zukünftiger erneuerbaren Energien in Europa. Vor allem. So, da aber zur Info, der Gaspreis ist natürlich relativ hoch. Äh, ne, der Gaspreis, der Ölpreis. Aber er ist nicht äh, historisch hoch. Das ist doch das, was ich nicht verstehe. Der ist nicht historisch hoch. Ich, ich, äh, für mich. Ich als Laie, ne, als Info-Lenser, ich verstehe es nicht. So, wir gehen wir mal weiter runter. Die Fassnachfrage wird kontinuierlich. Die Fassnachfrage. Die Gasnachfrage meinst du wahrscheinlich. Ja. Der, also Peter ist meiner Meinung, Christoph. Und das finde ich natürlich immer gut, wenn einer meiner Meinung ist. Peter, Daumen hoch. Äh, die Pipeline von Libyen nach Italien ist bald fertig. Von Marokko wird es dann auch bald... Eine nach Spanien geben, auch Kasachstan will Gas über die Türkei liefern und so weiter und so fort. Klar, es wird nie wieder so billig werden, außer wir kriechen Putin ganz tief in den Popo, aber dann verkaufen wir keine Autos und keine Flugzeuge und und und. Okay? Ähm, ist auch ein Folger, ist auch ein Thema. Wenn, dat, aber daran zieht man ja auch, wenn man viel, viel, viel Geld verdienen kann, dann kommen sofort Player in, 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 ins, ins Game, ja. Ach, ja kommen Leute äh, ins Bild, die da Geld verdienen wollen, die abkassieren wollen und dann werden Sachen möglich gemacht, die vorher nicht möglich waren, weil sie einfach einen riesigen Reibach machen können. So funktioniert Kapital, äh, äh, Kapitalismus. Und ich bin auch der Überzeugung, dass das eine temporäre Störung ist und die nicht auf Dauer anhält. Vielleicht. In, in einer abgeschwächten Form äh, es weiter höhere Preise gibt, aber nicht so wie aktuell. Frankreich hat uns Gas geliefert, dafür bekommen die Strom von uns, sagt der DF5FF. Äh, ich meine gelesen zu haben, dass Mario schon an der Untersuchung von Nord Stream 1 dran sind. Dass Mario, ah, ob die Leitung wieder repariert werden kann. Das, das sind einige dran, ne. Ähm, eine scheint ja auch noch intakt zu sein, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Eine von Nord Stream 2. Das ist aber auch Jahresverbrauch und im Winter wird tendenziell mehr verbraucht als im Sommer. Trotzdem, Erich, wir haben mehr eingespeist als in den letzten Jahren. Ne? Deutlich mehr. Wir haben jetzt einen höheren Stand als in den letzten Jahren. Und das deutet doch darauf hin, dass... Also es wird ja nicht mehr geliefert. Es muss doch dann weniger verbraucht worden sein. Oder ich, oder ich bin doof. Ja, es wird Gas geliefert und davon nicht wenig, nur nicht zu so billig, schreibt der Folger. Der Peter sagt, es kommt letztendlich auf das Wetter an und das soll glücklicherweise nicht zu kalt werden. Peter mit den Wettervorhersagen auf lange Sicht, das halte ich alles für Käse. Ähm, ob der Winter warm oder kalt wird, das kann, glaube ich, im Moment niemand voraussagen. Und Meteorologen sagen ja auch solche Vorhersagen über Temperaturen über einen längeren Zeitraum oder über Wetter, das ist Käse. Also da glaube ich nicht dran. Die letzten Winter waren sehr mild. Und damit sind die Chancen sicherlich hoch, dass auch dieser Mil äh, Winter auch wieder äh, mild wird. Ich mache Biogas vom vor äh, von vor Ort. Vom Bauern ist das günstig, so ein eingeschlossener Kreislauf. Ja, Gott sei Dank haben wir die Klimaerwärmung, sagt der Tobias. Manchmal ist er auch für was gut, ne? ein bisschen sarkastisch. Wenn wir alle unsere Winterreifen wegen zu warmem Wetter ruiniert haben, dann reicht das gar schon, sagt der Sittwig. Ja, da ist wohl was dran. Hast schon recht, wenig Verbrauch, viel Angebot, der Preis fällt. Wir werden es sehen. Ne? Also, der Christoph ist ein bisschen, bisschen skeptischer, der Erich ist ein bisschen was skeptischer, der Peter und der imker Oa, also der hawaiianische Imker, ähm, die sind tendenziell in meine Richtung, aber es ist natürlich Stammtischgeschwätz. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ich denke mal, keiner von uns durchschaut wirklich, was da läuft. Und wenn es einer durchschaut, wird das nicht erzählen. Es wird auf jeden Fall hochinteressant, wie das alles weitergeht. Warum sind Pellets so teuer? Wir haben weniger Wald wegen Dürre und. Nee, Folger. Äh, wir haben weniger Wald wegen Dürre und Borgenkäfer, also kommt mehr Holz aus Skandinavien und da spielt dann der Dieselpreis wieder eine Rolle. Nee, Folger, das kann ja bestätigen. Das Holz in Deutschland ist wieder deutlich preiswerter als noch vor Corona. Da ist einiges nach China gegangen, einiges in die USA. Ich musste, weil drei Bäume, drei schöne große Fichten aus meinem kleinen Wäldchen geholt wurden, habe ich am Ende, ich glaube, 70, 80 Euro draufgezahlt fürs Holz. Das war 2019, 2020 irgendwann. Und dann 2021 hätte ich für das gleiche Holz 600, 700 Euro gekriegt. Na, für genau das gleiche mit rausholen über den Harvester. Und jetzt müsste ich wieder draufzahlen. Die Holzpreise sind nicht das Problem. Und genauso sagt ein Kumpel von mir, der ähm, ist auch mit einem mit großen äh, Sägewerk, da mit dem, äh, mit dem Chef äh, befreundet. Und der kriegt da auch immer Holzabfälle, die werden da verkauft. Und der zahlt jetzt für die Holzabfälle dreimal so viel. Obwohl er uns in, in, in Mitarbeitertarif kriegt, zahlt er jetzt dreimal so viel. Er sagt äh, zu dem, zu dem äh, Sägewerkbetreiber, warum nimmst du jetzt für die Holzabfälle dreimal so viel? Das kostet sich doch gar nicht im Großen und Ganzen mehr. Und er sagt, ja, das sind Mitnahmeeffekte. Wenn ich das kriegen kann, dann nehme ich das. Und bei den Pellets ist es wohl auch so, dass weniger Holz verarbeitet wird mittlerweile, weil es weniger Bauaufträge gibt. 2023 sieht wohl richtig schlecht aus, weil viele Leute ihre Hauspläne auf Eis gelegt haben, weil sie es einfach nicht mehr leisten können. Weniger Holz wird produziert, es gibt weniger Späne, aus denen dann Pellets entstehen können. Also gibt es weniger Pellets am Markt und die Preise steigen. So ist mein Kenntnisstandfolger. Aber das seht ihr mal wieder, tja, was ist die Wahrheit? Ne? Auf jeden Fall weiß ich von einem Sägewerk, die haben sich jetzt eine Maschine angeschafft, die Holz zu Spänen verarbeitet, um damit Pellets zu, ähm, äh, 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 herzustellen. Weil Pellets zu so teuer sind und das Sinn macht, Holz zu spähen und dann zu Pellets zu verarbeiten. Es ist einfach nur noch krank. Das schöne Holz. So, wichtig ist, dass der Ami aus allen Ölkostländern Öl rausgehalten wird. Der darf einfach keinen Fuß in Europa mehr reinkriegen. Aber Oxfam. Der, der Ami hat doch auch in, der, der, der hat auch überall seine Finger drin und spielt doch überall seine Spielchen. Die wollen ihr eigenes Öl auch verkaufen. Die wollen nicht, dass der Putin sein Gas und Öl billig nach Deutschland verkauft. Und das muss man halt auch, da muss man jetzt wieder den Herrn, ich weiß, ihr mögt das nicht, aber der Herr Trump hat immer wieder gesagt in seiner Präsidentschaftszeit und hat das auch ähm, der Frau Merkel, glaube ich, sogar ins Gesicht gesagt, dass wir uns abhängig machen von Russland, indem wir das billige Gas dort kaufen. Und Deutschland hat gesagt, wir sehen kein Problem darin, dass das wird der äh, Putin nicht machen mit dem Gas. Man hat es doch gemacht. Also so ganz bescheuert war der Trump dann an der Stelle doch nicht, ne? So, ähm, nein, das ist nicht nur abkassieren. Russland hat unseren Markt unter Marktpreis verkauft. Dafür können sie in anderen Ländern nicht liefern. Da fördern sie gar nicht, da fördern sie gar nicht erst. Wobei man den Gashahn ja auch nicht einfach so abdrehen kann, Folge, ne? Ich weiß aber nicht, was genau du meinst, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden. Durch die beiden wird niemals mehr Gas fließen, nimmt Abschied von Nord Stream. Ja, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht dran. Was passiert mit dem Gas, was BASF in Sibirien fördert und direkt an Gazprom verkauft, verdienen die jetzt auch mit? Ich weiß es nicht, Randy, Andy. Die müssen aber ja ihr Gas jetzt auf jeden Fall auch teurer einkaufen. Hatten die nicht sogar eine Pipeline, die bis vor deren Tür fast ging? So, ähm, der Oxfam schreibt man, wer kauft denn noch Winterreifen, Alljahresreifen fertig? Ich habe Winterreifen. Hat nichts gebracht beim Verbrauch. Ich glaube nicht, dass wir frieren müssen, aber es wird feuer, teuer diesen Winter, ja. Und Christoph, die Folge wird sein, dass Leute frieren müssen. Manche können die Heizung einfach nicht anstellen, weil sie das Geld nicht haben. Ich glaube nicht, dass jeder 1,70 Euro für einen Liter Heizöl bezahlen kann. Ich kann das, dank eurer Unterstützung, vielen Dank dafür. Ne? THG-Quote hat mir auf jeden Fall das Heizöl finanziert und das locker. Ne? Da hätte ich auch voll machen können mit der Kohle von der THG-Quote. Also von daher... Ähm, wobei abschließend zu dem Thema, da machen wir auch Schluss, weil ich viel Unsinn gelabert habe, nichts Substanzielles, nur einfach nur mal so frei schnauze, aber dafür ist Twitch da, dafür machen wir das hier und nicht auf YouTube. Ähm, ich glaube, dass im Moment auch sehr viel bewusst Ängste geschürt werden, auch von der Bundesregierung bewusst, dass die sagen, wir müssen die Bevölkerung verunsichern, damit die Energie sparen. Da bin ich fest von überzeugt. Dass die ähm, das machen, damit wir wirklich äh, sagen, okay, ich stelle jetzt die Temperatur in meiner Küche. Achso, das sieht man jetzt gerade, ne? Ne, kann man jetzt nicht sehen. Weil jetzt ist es schon runter. Ja, eingestellt auf. Mal gucken, ob ich die Pläne hier sehen kann. Kann ich eigentlich die Pläne sehen? So, Wettervorhersage. Intelligenter Zeitplan. Ne, Küche. Doch, da ist er. So, hier seht ihr das. Äh, oder auch nicht. Sieht man das? Ja, ihr könnt es erkennen ja oder? Also in der Küche, ich habe da jetzt immer nur noch, äh, in den Zeiten, ne, wo ich das für sinnvoll erachte, habe ich nur noch 20 Grad. Mehr nicht mehr. Ich hatte immer 21,5 Grad. Ich habe runtergedreht und ziehe mir halt noch mal drei, vier Socken mehr an und noch mal in äh, dicken Pullover drüber. Da hat also, obwohl ich ja Heizöl habe, ne, ich habe ja gar kein Gas. Also ich, ich kann ja gar nicht zum, zum, zum Gas einsparen, jetzt mit, mit meiner Ölheizung beitragen. Ich kann nur beitragen, indem ich meinen Stromverbrauch verringere. Und da sehe ich bei mir ehrlich gesagt nicht viel Potenzial. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich mache alles aus. Ich habe eine niedrige Grundlast. Ich versuche da schon zu sparen. Wüsste jetzt nicht, wo ich noch großartig einsparen kann. Ne? Ähm, so, wir gucken nochmal weiter runter. Und dann, wie gesagt, wir machen ja Schluss hier. Wir haben nicht gelabert, wir haben ein Brainstorming gemacht, nur so können wir Lösungen entwickeln. Volker, aber er hat wenigstens ein Lachsmiley dahinter gemacht. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bildest du einen Arbeitskreis oder so ähnlich war das, glaube ich. Ich finde gerade das freie Schnauze mal richtig interessant, wäre nice. Danke, Randy, Andy. Wie gesagt, Stammtischgeschwätz, aber ich wage die Prognose, wir werden in den nächsten Monaten niedrigere Gaspreise sehen, als wir uns das vorstellen können. Und es bedarf wahrscheinlich gar, keine, gar keines Gaspreisdeckels. Denn ich glaube, dass der Markt dafür sorgt, dass die Gasnachfrage so weit sinkt. Das pendelt sich alles irgendwann wieder ein. Es ist, ich, ich bin da optimistisch. kenne einige, die Fernwärme haben, die können nicht abstellen, dass die können nicht abstellen, dass der Grundpreis auch ohne Verbrauch so hoch ist, dass sie ihn nicht mehr bezahlen. Oh, das ist natürlich übel, Kilroy. Das ist übel. Also, der Uggeltuff heizt mit Grafikkarten, nicht mit Gas oder Öl. Das ist natürlich auch was. Mein PC, mal gucken, was habe ich für eine Temperatur? Äh, Moment. Äh, tss, 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 tss. wo habe ich denn jetzt die Temperatur hin? Da ist sie. So, dann machen wir nochmal die Grafikkarte auch mit auf. Dann seht ihr mal, wie die Temperaturen bei mir so sind. Dann könnt ihr auch mal sagen, ob ihr das viel zu hoch haltet. So, das hier ist AMD, ne? Ja, so. So, Achtung! Da seht ihr jetzt mal die Temperaturen. Das hier kann man, glaube ich, kaum erkennen. Ne? Also, ich habe jetzt eine Temperatur von 64 Grad. Höchstgrad war 77. Mehr sehe ich in der Regel auch nicht. Die CPU verbraucht gerade 47 Watt. Und die Auslastung der Grafikkarte ist bei 29 2,4 GB ist der v ausgelastet. 51 Grad ist sie warm. Und sie verbraucht 24 Watt. Also, ich denke. Das ist jetzt nicht dramatisch. Also, ich, ich glaube wirklich, bei mir, die Sachen sind schon ziemlich. Ich habe auch viel LED, ne? Also, ich habe viel Energie äh, optimiert, glaube ich. Äh, war hochinteressant, sagt der Oxfam. Ich, ja, ich bin ja echt erstaunt, dass ihr das Gesabbel interessant findet. Der DF5FF schreibt, ich habe hier 23 Grad und das bleibt auch so. Warte, ich guck mal, wie viel ich habe. Ich habe aktuell auch, halt durch den Computer, ne? Ich habe hier 22 Grad. Ihr seid alle Friere. Ja, du hast ja, was hast du, 32? Hier, hier herinnen habe ich 26,4 und oben sind es 32,7. Okay, also 24,4, das finde ich schon richtig gut. Der ne? ähm, also ja. Otto hat es immer ein bisschen wärmer, wobei man auch sagen muss, 4. oben ja. heizt ja wirklich deine Technik den, ja. den Kapufer. Wer hat so ein kleines Dachzimmer, wer das nicht weiß, aber die meisten wissen es ja, Stehen drei 3D-Drucker, mehrere Computer, mehrere Bildschirme, dann kommt der Scotty immer dazu und pupst auch rein, der Otto pupst rein und dann steigt halt die Temperatur. Und es ist wahrscheinlich auch gerade im Moment nicht so arg kalt in Österreich, nehme ich an. Warte mal, was haben wir draußen? 16 Grad, ich, wenn ich richtig. 11,5 11 Grad. Oh. Okay, habe ich doch überrascht. Also bei uns waren es vorhin 16 Grad. Kann man gerade auch nochmal gucken. Was haben wir draußen? Wir haben 16,2 Grad. Das war heute. Das, das wurde immer wärmer. Ich war vorhin dann auch mal kurz vor der Haustür, ne, obwohl man das nicht machen soll. Und äh, das steigt immer weiter. Wenn man jetzt mal guckt, machen wir monthly. Da haben wir die Temperaturen. Halt Temperatur ist hier. Also, das tiefste waren äh, 4 Grad. Und jetzt in, in den letzten Tagen wird es immer wärmer. Morgens soll es über 20 Grad haben und schönes Wetter. Ich fahre also morgen wieder eine Runde Rad. Jetzt gucke ich nochmal, was ihr noch schreibt. Was für eine Kraka ist das denn? Oxwong, hast du etwa mein YouTube-Video nicht geguckt? Ich habe da extra ein YouTube-Video reingemacht. Also, ich kann diese Karte mit gutem Gewissen tatsächlich empfehlen, die ich jetzt habe. Die kostet halt 400 Euro im Moment. Na, wo ist sie denn? Noch weiter oben, da ist sie. Ich habe ja. dich vorher fragen wollen, hast du die in OBS auch eingestellt? Ja, die ist eingestellt. Achso, eingestellt? Mal gucken. Kann man das einstellen? Welche Grafikkarte? Wo stellt man ja, das du ein? Nicht, Video? Ich den treiber da irgendwo. Gibt es ja einen Punkt. Echt? Ich sehe nichts. Ach also, Achso, ich kann jetzt eh nicht drauf zugreifen, muss ich später nochmal gucken. Aber guter Hinweis, werde ich auf jeden Fall mal gucken. Also ich habe die ähm, XFX. 4, R, RX 6700, ohne XT. Und die ist mit einer TDP von ähm, 175 Watt angegeben. Höchste, was ich gesehen habe, war glaube ich 138 Watt beim Rendern. Also, und die bleibt auch super leise, von Temperaturen bleibt sie gut. Tolle Karte, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe alles in einem MIDI-Gehäuse. Ne? Ähm, das ist wirklich klein. Ist natürlich schon, ähm, da ist guter Luftzug, ist drin, weil vorne hat es auch... Ähm, wenn die also Lüfter und auch oben eine große Öffnung, die mit einem Filter versehen ist, aber da zieht ihr Luftstrom durch. Das ist eine gute Karte. Also die kann ich euch echt nur empfehlen. Grafikkarte kann übrigens unter Wolken, kann man ca. 30% Strom einsparen. Ja, wie gesagt, die, die braucht ja kaum was. Also wenn ich auch normal im Desktop-Betrieb bin, ne, da habe ich dann 11, 12 Watt von der Grafikkarte. Ne? Und jetzt habe ich, guck mal, ich, ich streame ja. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt so, wie der Volker mit seinem ähm, Apple-Dingsbums da, dass ich jetzt nichts mache mit dem PC. Das Streamen kostet natürlich Energie. Ne? Und ihr seht auch hier, der, der Arbeitsspeicher ist mit 11,3 GB ausgelastet. Das wird beim Volker nicht so sein. Ne? Weil er ja nur guckt. Der guckt ja nur, der macht ja nichts. So, egal. War heute im See baden. Für oh, Peter, bist du noch zu retten. Der Peter war bei 15,5 Grad baden. Da hat er hier Michelangelo-Dimensionen ähm, äh, angenommen. Äh, Landkreis Erding hat jetzt 19,1 Grad. Wahnsinn. Da habt ihr ja Föhn. Das ist fast Föhn. Meine Heier Ziggy ruft. Wünsche euch eine gute Nacht. Randy Andy, Guts, Nächtlich. Ich mache jetzt erstmal, ähm, sonst kommen wir ja gar nicht mehr dazu. Ich mache jetzt meine Michi-Stütz, die ich machen muss. Und dann machen wir auch Der Peter wieder. Ich sehe schon. Der Peter war wieder tätig. Ähm, und dann machen wir nämlich auch langsam Schluss. So. Also. Es geht los mit 5 Michi Stütz vom Herz du mit Geld nicht zu zahlen Und Christoph, der nicht meiner Meinung bezüglich der Entwicklung der Gaspreise ist, sollte ich recht behalten, dann werde ich natürlich sagen, ähm ne 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 ne, nee, nee. sollte ich oh. falsch liegen, werde ich nie wieder drüber sprechen. So. 1 2 3 4 5 Michi Stütz vom Christoph. Dann hat der Sonny Bonds AT zu viel Bier im Cola geschrieben und auf Stufe 1 im fünften Monat abonniert. Lieber Sony Bonds Thank you very much. Grüße nach Österreich, weil ich gehe davon aus, dass AT steht für Österreich. Dann hat der Christoph nochmal 100 Bits nachgecheert. Der Hexter hat 100 Bits gecheert zusammen. 200 Bits. Thank you very much. Very appreciated in good times. Der Hypechain ist gestartet. Der Keizer hat im 20. Monat abonniert. Lieber Keizer. thank you very much. Very appreciated in good times. Eine Michi-Stütz. Der Frank, der beste äh, DJ im gesamten Internet. Dr. Beat. Da habt ihr äh, den Link zu seinem Twitch-Kanal. Hat im 19. Monat abonniert. Schreibt Moin. Vielen Dank, lieber Frank. Wäre ihr Good Times. Lasst ihm ein Follow da. Wie gesagt, beste Musik, beste Stimmung, bester Mann. So, dann der herzerliebste mit Geld nicht zu bezahlende Thorsten. Hat 500 Bits gecheert. Der Frank hat 100 Bits gecheert. Der Daniel hat 40 Bits gecheert. Der Jörg hat 100 Bits gecheert. Und der Jürgen auch nochmal 200 Bits. Sind zusammen 700, 800, 940 Bits. Thank you very much an die Herrschaften. Very appreciated in good times. So, und da ist der Hype chain hier schon. Halt, da kriege ich schon angezeigt. Das muss ich aufschreiben. Wo habe ich denn jetzt? So, ja. Übrigens habe ich mal wieder ähm, einen Stift bekommen. Kann man das sehen? Ja. Ne? Die wollen, dass ich Werbegeschenke, Stifte äh, mir drucken lasse. Ne? Aber ich aber auch bekommen. Ich Hast du auch gekriegt? Ja, diese Woche war das. Oder ja, diese Woche war das. Auch so ein oder ein ja, anderen? Genau Ach ja, also sind die auch in Österreich tätig. Ne? Ja, ja. Aber kommt nicht in Frage, wenn dann will ich wieder Aufkleber machen. Weil Aufkleber, glaube ich, ist von der Werbewirkung her echt das Beste. Wenn sich das die Leute wirklich aufs Auto kleben, ne? vielleicht sieht es ja mal einer. Und vor allen Dingen, wenn die dann auf irgendwelchen Elektroauto-Treffen die Benetarier fahren, ne? ähm, dann äh, möchte ich, dass möglichst viele Autos mit Ben-Aufkleber versehen sind. Einfach nur, um die vielen info vor Ort dann noch zu triggern. Das äh, wäre mir persönlich ein innerer Reichsparteitag. Nein! Entschuldigung, das war versehentlich. Ich nehme das zurück. Ein inneres Fest. Ein inneres Fest der Freude, der Liebe, des Friedens und des Miteinanders. Puh. Das ist eine Redensart, die ich von meiner Kindheit her kenne. Die ist schwer rauszukriegen. Das hat keinen politischen Hintergrund. Bitte schreibt mir nichts in die Kommentare. Bitte regt euch nicht auf. Es ist mir ein inneres Friedensfest. Ein Fest der Liebe. Also 1140 Punkte. Boah, Otto, es ist so schwierig, Streamer zu sein, oder? So. Der, der Sidwig. Hat ein Foto da gelassen. Vielen Dank für das Foto, lieber Sidwig. So, und dann haben wir hier Dieselmarsch. Das hatte ich von der Waldfee. Dann der Fred. Äh, weiß nicht, was er mit den Punkten anfangen soll. Das ist natürlich nicht edit, eine Michi-Stütz. Und der Tom will mich einmal duppen lassen. Vielen Dank, lieber Tom. Punkte gut eingesetzt. So, dann kommen wir zum Ralf. Der hat im 19. Monat abonniert und schreibt, habe wieder abonniert, damit du richtig Schlemm machst. schlemmen kannst. Ralf, guter Gute Intention, gute Motivation, sehr schön. Da kann ich schön äh, schlemmen. So, und jetzt kommt der Peter ins Spiel, unser Mann, der nie wieder Gas kaufen wird und auf Wärmepumpen setzt. Ja, im, im, in, der, in der Metallverarbeitung setzt, hast du Gas für, für irgendwelche Erhitzung von Metallen eingesetzt? Ich weiß gar nicht, ob das, ob das was ist, aber wahrscheinlich eher nett, oder? Das wird wahrscheinlich eher ein Stahlwerken und so sein. Aber ein Metallbaubetrieb setzt der Gas ein? Zum Schweißen. Ja, aber das ist ja nicht vergleichbar, ne? Ja. Hm. Ja, okay. Du hast eine Trocknungskammer für Lackierung. Kannst du das nochmal sagen? Ich hab's wirklich nicht richtig verstanden. In Trocknungskammern für Lackierung, weil in Deutschland darf man ja nur noch mit Wasser lackieren. Ah, okay, also in, in Kfz-Betrieben könnte das ein Thema sein, weil die ja ähm, da Heizung in den Lackierkabinen bedienen, äh, betreiben, ne? So, mal, mal. spezielle Trocknungskabinen. Ja, die sind teilweise in den Lackierkabinen auch integriert, ne? Die haben doch dann oben auch solche Heizlüfter oder solche Heizdinger da irgendwie. Aber ich weiß, was du meinst, also das könnte sein, aber ich glaube im normalen Metallbau weiß nicht, ob da das ein Thema ist. Aber egal, also der, der Peter wird es vielleicht auch noch schreiben. Auf jeden Fall hat der Peter fünf, zehn, elf Community-Subs gegiftet. Lieber Peter, thank you very much, very appreciated, in good times, also... So, okay. Dann... ...hat der Elohim 300 Bits gecheert. Der Daniel hat 100 Bits gecheert. Der Philipp hat 10 Bits gecheert. Und der Peter hat nochmal 1000 Bits hinterhergejagt. Lieber Peter... Lieber Philipp, lieber Daniel, lieber Eloin mit drei, thank you very much, very appreciate in the times. Das sind zusammen 1210 Bits. Thank you very much. So, dann hat der Chrisav im 17. Monat abonniert und schreibt, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Vielen Dank, lieber Chrisav, aber wir sehen uns, wenn du Lust hast, am Donnerstag nochmal wieder. Da werde ich nämlich nochmal streamen. So, eine Michi stützt. Und der hawaiianische Imker hat im 15. Monat abonniert, hat aber nichts dazu geschrieben. Lieber hawaiianischer Imker, thank you very much, very in good times. Und er hält in Zukunft auch, was war denn das andere? Er hat sich doch irgendwas gekauft. Hühner, Hühner, Hühner hält er noch. So, der Tim von mir auch, auch noch, Dankeschön Tim, schönen Urlaub wahrscheinlich. Ob du Fass im Betrieb brauchst, ob du Gas im Getrie Betrieb äh, verwandt hast, weil du geschrieben hast, ähm, dass du kein Gas mehr bestellst, Peter. Hast du das im großen Maßstab ähm, eingesetzt oder hat das keine große Rolle gespielt? Während du antwortest, ich, vielleicht antwortest du ja, vielleicht ja auch nicht, würde mich aber freuen, werde ich jetzt erstmal ein paar michi machen. Zack rum. Of geht's! Ah. Ah. Einfach mal so 30 weggemacht und warum? Weil ich es kann. Sehen, ob der Peter was geschrieben hat. Uh. Ah, der Peter ist eine Dreherei. Okay, dann brauchst du natürlich kein Gas. Ne? Der Jürs Lackierer hat da auch ein Video gemacht wegen der hohen Gasrechnung. Okay, Jürs macht ja Karosseriebau und Lackierung. Ja, die werden das zu spüren bekommen. Das wird alles teurer. Und in der Folge werden irgendwann Audi-Kfz-Versicherungsbeiträge steigen, weil das Lackieren auch teurer wird. Es wird alles teurer. Wir leben in einer Zeit einer riesigen Inflation. Es ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Okay. Liebe Freunde, ich muss jetzt noch die Punkte umwandeln. Ne? Genau, die Punkte muss ich jetzt noch umwandeln. Das sind 2500, sagen wir mal. Also 5 Michi-Stütz noch dazu. 5 gestützt. Wen wollen wir denn mal reden? Weil wir machen jetzt Schluss für heute. Wir haben 23.49 Uhr. Leute mit einem richtigen Beruf müssen morgen früh raus. Christoph, wann musst du raus? Hast du Besprechung? Nee, ich kann bis 8 schlafen. Ah, oh, das ist okay, ne? Also da oh, hat man jetzt keinen Stress. Homeoffice, ganz bequem. Kein Stress. Okay. Ähm, das freut mich. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Also ich werde morgen auf jeden Fall ausschlafen, so viel ist sicher. Und dann mache ich eine schöne Radtour. Ne? Auf jeden Fall. So, ein bisschen Musik kann man anhören und nicht furchtbar schlecht. Momentan 60 Zuschauer. Okay, gucke ich mir gerade mal an. Ninja Musik. Als Konkurrenz zum Frank. So, bald gibt es Autos nur noch mit Grundierung. Ja, seht ihr? Ich habe für gas äh, 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 einsparung gesorgt, indem ich ein Auto mit lediglich Grundierung gekauft hab. So, jetzt kommt ihr. So, Nina Musik. So, 11 Sekunden muss ich hier noch Werbung gucken. 60 Zuschauer, Ninja Musik. Ninja oder Ninja. Kommt jetzt noch ein Spot oder war es das jetzt? Mal gucken. Puh. Also mein Geschmack ist es vom ersten reinhören schon mal nicht, aber das spielt ja keine Rolle, es muss euren Geschmack treffen. Und deshalb werde ich jetzt hier schon mal den Channel einstellen. Der in Mir 3 hat sich gewünscht und dann kriegt er heute das Erfüllt. So, was krank? Oh, der Oxfunk ist krank. Bitte alle mal eine gute Besserung für den Oxwong da und auch für alle anderen, die momentan ein bisschen kränkeln. Äh, gute Besserung an alle, die an gesundheitlichen Problemen gerade rum äh, laborieren. Äh, bei mir war das Gas 2000 Euro bei rund 75.000 Umsatz. Das wäre jetzt auf 8000 Euro gestiegen. Äh, 750.000 Umsatz. Ja, dann lieber weg davon, ne? Das ist ein Bruchteil der Gesamtkosten. Ach so, okay. Gute Besserung, gute Besserung. Also hätte sich nicht so so betroffen, Peter wahrscheinlich, ne? Aber trotzdem, 8000 Euro ist schon, ist schon ein Wort, ne? Okay, egal. Ninja Musik, lieber Discord, wollt ihr euch schon mal verabschieden? Gute, Nacht Chat. Gute, gute Nacht. Nacht, Chat. gute Nacht, Chat. Gute Nacht, Chat. Gute Nacht, Chat. Ich bedanke mich beim Discord für die rege Mitarbeit. Ja, wir werden sehen, wohin der Gaspreis geht. Ich hoffe natürlich, dass ich recht behalte, aber das wäre natürlich für, für alle wahrscheinlich am besten. Aber es, man weiß nicht, was passiert. Es ist eine verrückte Zeit, in der wir leben. Egal, ich starte schon mal den Red, mache aber die... Michi stützt gerade noch weg. So, nochmal 10 hinterher. Wunderbar. Also, Leute, wir reden rüber. Ich danke fürs Zuschauen. Donnerstag gibt es nochmal einen Stream und dann am Samstag vielleicht einen Stream aus dem Zug. Das werden wir sehen. Ich winke in die Runde. Bleibt gesund, wir sehen uns, schön mit Ö. Am Dienstag kommt das äh, Ladekurvenvideo vom Skoda Enyaq RS. Tschö. So.